So, auf ein neues. Von mir gefühlt immer noch sehr leise vor. Mal wieder. Oder kommt mir das jetzt wirklich nur so vor? Hier im Stream. So, 1, 2, 3. Test, Test. Bla, bla, bla. Hallo, hallo. Ihr habt den Stream komplett aufgedreht. Und habt mich auch komplett aufgedreht bei OBS. Ich klinge für mich immer noch gefühlt sehr leise. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Also kommt mir das nur so vor. Oder wie? Hm. Sag mal wieder so ein bisschen was. Sag Jo, mal so ein Test, bisschen Test, was. Test, Test. 1, 2, 1, 2. Okay, noch mal ganz kurz. Test, Okay, Test, noch mal Test. ganz kurz. Test. Bei mir kommt das irgendwie alles so mega leise vor. Stream bist du ganz moderat, ganz normal, genau optimal. Tick zu leise für mich. Hast du vielleicht an deinem Headset ein Lautstärkeregler? Ja, mit dem spiele ich ja die ganze Zeit auch gerade rum. Ja, mit dem Hoch spiele ich und ja die ganze runter. Zeit Wenn ich gerade jetzt zum rum. Beispiel hier mit dir rede, Hoch bis und halt bei runter. Wenn mir ich jetzt zum Beispiel hier zumindest. mit dir rede, bis Muss ja halt mal bei mir wieder. zumindest. Wenn ich da hochdrehe, bist du halt. Wenn ich Wenn da ich mein hochdrehe, Headset bist du komplett halt. hochdrehe, bist du halt scheiße Wenn ich mein laut bei Headset mir. komplett hochdrehe, bist du halt scheiße laut bei mir. Hast du vielleicht beim Lautstärke-Remix irgendwie rumgespielt? Nee. Mal kurz eben was nachgucken. So ganz kurz. So. Mute ich mich mal wieder kurz im Discord. Dann will ich nämlich mal kurz wo reinhören. Das war nicht klar, dass du mal. Eins ist sehr viel Geschreie von mir und sehr viel Panik haben. Zeit für den.
Nee, gesagt habe ich noch nichts. Aha. Jetzt bin ich irgendwie lauter als vorhin. Für mich zumindest. Oh Mann. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach mal kurz als Referenz in die letzten beiden Streams von mir reingeguckt. Also in Mafia 2, in den Stream davon und in. Genau. Ne, Terraria 2 nicht. Achso. Sag mal nochmal kurz ein bisschen was. Achso. Jo, Test, Sag mal Test. nochmal kurz ein 1, bisschen 2, was. Achso. Test, Test, Jo, Test, sag Test. mal nochmal kurz ein Test, bisschen Test, was. Test, Achso. Test, Test, Sag mal Test, nochmal. Alter, Test, oh, fuck, Test, Test, Dauerloop, ey. Da, sollte passen. Also wenn nicht, kann man sich ja beschweren. Genau. Worst Case ist halt irgendwas mit dem Mikro nicht so ganz gerade. Also im Stream höre ich dich ganz gut. Ja, aber du hast ja vorhin einmal selber mitgekriegt, dass es irgendwie bei Discord irgendwie so abgehackt geklungen hat und alles. Abgehakt nicht, aber kurz so dumpf, so nach dem Hallo, dann irgendwie so RIP. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Okay. So. So. Let's go hier. Genau. Ich will heute noch ein Skelett kalt machen. Skeleton. Im Idealfall noch die Wall of Flesh. Ja. Ah. Komm, so schwer ist die jetzt auch wieder nicht. Das ist mir auch klar. Obsidian Potion so gut ist. So. So. Was wollte ich jetzt sagen? Meine Herren. So. Dann, was war's? Ne, das war mein Main. 12 Stunden 58, ich glaube, das haut hin. Oder? Was? Warte mal. Lava, ich weiß gerade gar nicht, worüber du Ja, okay, redest. gut. Ja, weil ich habe ja zwei Charaktere. Einen nutze ich privat und der Ach so. andere. Deswegen habe ich gerade Ich nachgeschaut. weiß Ah, übrigens. ist das Richtige. Ich weiß übrigens mittlerweile, warum wir hier nur dieses eine Pylon-Ding da haben. Und wenn man mal nachdenkt, wenn ich das Ding hier jetzt abbaue, steht dann Ja. nämlich: You can teleport to another pylon when two villagers are nearby. You can only place one per type in the matching Biome. Und ich glaube, das heißt auch genauso viel, dass es halt eben nur einen von diesem Typ gibt. Das heißt, der Forest-Pylon ist natürlich für den Wald. Und dann gibt es was, dass ich einen Hollow-Pylon, der ist dann nur fürs Hollow. Damit man so teleporten kann. Aber man muss auch die NPCs dann, indem wir also mindestens zwei NPCs dann auch da in der Nähe haben, immer. Haha. Das heißt, es werden wohl eh dann in der Zukunft welche hier wegziehen. Jo. So. Schmeiße ich mal weg. Das hier kann man eigentlich verkaufen. So. Ja, dieser scheiß Katzenfisch immer noch. Ja,
So. Mal gucken. Also Crimson Brick, Seile. Ich bin glücklich. Gut. Dann gehe ich mal wieder runter und baue schon mal Elevator, oder Hellevator. Jo. Der ist aber auch so gut wie fertig, kann man sagen. Stimmt ja, Spinnweben. Weiß noch, die sagte, wir haben ein Problem wegen dem alten Kreis, der in der Tiefe ist, wo der Guardian schon kommt. Ich gehe da mal kurz was ausprobieren. Okay. Komm schon. Junge, Junge, Junge. Muss doch mal was, oder was das, was Lustiges zu erzählen. Ich habe gestern mal bei Kitty und Yuki im Stream reingeschaut. So ein bisschen mit Terraria. Ich wusste da irgendwie nicht, ob ich ein bisschen lachen oder ob ich weinen sollte. Warum? Pass mal auf. Du kennst ja die Standardbedingungen für Meteoriten. Ja. So, um ein Meteorit zu bekommen, du musst ja diese Schattenkugel zerstören plus den Weltenfresser. Haben sie nicht. Die Suche. Genau, haben sie nicht gemacht. Und dann heult sie rum, warum kommt kein Meteorit? Oder was ist rumgeheult? Ja, die haben sich halt darüber aufgeregt, bis ich denen gesagt habe, ey, ihr wisst schon, dass Weltenfresser und so, dass ihr den glätten müsst. Und mindestens Schattenkugeln. Dann hat es auch geklappt. Dann ging natürlich die Suche los. Im Westen war nichts, im Osten war nichts. Habe ich denen erzählt, ja, ihr wisst auch schon, dass so ein Meteorit unter der Erde sein kann. Also auf Maximalhöhe, wo die Schattenkugeln sind im Crimson-Gebiet. Ja, also ist er im Crimson. Aber ich sage, das habe ich nicht gesagt. Er kann auf Höhe der Schattenkugeln sein, die er im Crimson-Gebiet findet. Der kann im Dschungel sein, der kann in der Wüste sein, aber halt auch unter der Erde. Aber das sieht man ja dann. Wo ich dann weitergeschaut habe und nur gedacht habe, so, okay, die dörben aber richtig extrem. Vor allem, was ich auch ganz witzig fand, war, die suchen den, wie hieß der, Tinker Goblin, also der Handwerksgoblin. Hm. Die suchen den wie blöde und finden den nicht im Untergrund. Yuki hat da schon gemeint, ja, sie hat schon über 2 Stunden nach dem gesucht und sie hat nicht gefunden. Und du weißt ja, was ja die Standardvoraussetzung ist für den Tinker Goblin, also für den Handwerksgoblin. Nicht direkt. Doch. Dachte ich zumindest. Du musst die Goblin-Armee besiegen. Achso. Nur. Und das haben die auch noch nie gemacht. Die hatten den gestern zum Abschluss nochmal. Hab da kurz vor Ende nochmal eingeschaltet. Hatten sie gerade, wie sie aufhören wollten, die Goblin-Armee gekriegt. Ah, cool.
Weil Yuki hat sich schon beschwert. Und ich schon. Ja, ihr wisst schon, dass ihr die Goblin-Armee erstmal vernichten müsst, damit ihr den Handwerksgoblin bekommt. Ja, aber warum kommt die Armee nicht? Dann habe ich auch gesagt, ja, wenn ihr die ganze Zeit die Speer killt. Ja, machen wir auch. Im Grunde. Oh. Aber um halt die Goblin-Armee zu triggern, dass du die Speer nicht töten. Zumindest meine ich das so. Wenn du den Speer davonkommen lässt, dann kommt auch die Goblin-Armee. Was will man die beiden als Gast? Aha. So wie die rumdörben. Wird witzig, aber. Derby ohne Ende. Was? Ah! Tim? Ich hab den Skelett-Magier. Wow. Wo ist wohl den Voodoo-Priester? Nee. Tom heißt er hier. Tom der Skelett-Magier. Tim der Skelett-Magier. Einige nennen ihn. Ach, da ist ja der Random, was hat denn der so im Angebot? Der hat mich angegriffen. Ach so, ja gut, da habe ich ihn gerade verwechselt. Der hat einen Zaubererhut fallen lassen. Um 15% erhöht der magische Schaden. Ja, kannst du mal mitholen, vielleicht eine Truhe packen. Goldstatue. Ich bin jetzt, ich wollte gerade sagen, spüren wir jetzt die Gargolds gleich nach. Mushroom-Statue. Nee, ich bin ja gerade noch mal im Untergrund von der Wüste. Mhm. Weil da, wenn ich mich richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, der Golfer-NPC sein soll. Maybe. Ich brauche wieder Wasser. Das war jetzt nicht geplant. Geil! Was denn? Was hast du denn entdeckt? Ich habe eine magische Muschel gefunden. Okay. Bei der die Beschreibung sagt, if you listen closely, you can hear the ocean. Das habe ich gerade benutzt und bin dann am Ozean gespawnt. Ah. Und je nachdem, an welchem Ozean ich stehe, werde ich an den anderen Ozean gespawnt. Die habe ich gestern auch im Stream entdeckt. Wer war's? Club Kitty hat die entdeckt oder Yuki? Eine von den beiden. Hab aber auch nur so gedacht, ja gut. Es ist voll gut, ey. Jetzt kommt man wenigstens schneller zum Dungeon rüber. Müssen wir nicht über die ganze Map laufen. Mhm. Bin ich aber nicht mehr im Untergrund von der Wüste, scheiße. Musst halt wieder hinlaufen. Och nee. Scheiß auf dann. Proud of you. Nee, ich geh jetzt gucken wegen dem Dungeon. Wenn ich schon da in der Nähe bin.
Es gibt übrigens noch einen neuen Easter Egg World. Mittlerweile ist die rausgefunden worden. Oh, okay. Und dafür gibst du als Seed ein, ach, wie war das nochmal? Ein Zahlencode, oder? Nee, kein Zahlencode. Ein Fort Worthy oder sowas. Und mit diesem Seed sind die, ich glaube, die Corruption breitet sich weiter aus. Ich glaube nicht, dass die schon beim letzten Mal, als wir im Dungeon waren, war die Corruption ja noch nicht beim Dungeon gewesen an dem Baum. Aha. Das heißt, wir sollten so langsam mal was gegen die Corruption tun. Ja. Corruption wird besitzergreifend. Wo dann die Gegner, selbst wenn du es schon auf Hardcore, also auf Master spielen solltest, auf sehr schwer. Mhm. Wird's nochmal schwieriger. Geil. Ja. Gerade nachgeguckt, oder? Naja, ich bin gerade im Dungeon drin. Ah. Und da kommt gerade ein Guardian nach dem anderen. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, klar, weil ich wäre normalerweise schon 20 Mal tot oder so jetzt. Macht die kaum Schaden, den Dingern. Weil wir spielen ja Journey-Mode, das heißt, wir haben ja den Gott-Modus. Das heißt, so kommen wir halt den alten Sack ran. Aber die Sache ist, sobald ich jetzt rausgehe, bin ich tot. Aber ich würde halt sagen, wir sind halt jetzt in einer beschissenen Situation wegen dem Skelett. Dass ich hier vielleicht einfach sagen würde, ich glaube, es gibt sogar eine Möglichkeit, normal nochmal gegen das Skelett zu kämpfen. Das kann man ja irgendwie beschwören, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, man kann es beschwören irgendwie, das weiß ich. Ja, weil da würde ich halt einfach sagen, dass wir den alten Sack, dass ich den dann halt jetzt, meinetwegen kann es ja auch vorbeikommen, dass wir den halt eben dann leider Gottes im Gottmodus kalt machen müssen. Weil ansonsten kommen wir da, wie gesagt, gar nicht wirklich an den ran. Oh, ich mach mich schon mal auf den Weg. Ja, wir haben noch Zeit. Ist ja noch kein Abend. Es wird Abend. Schon? Ja, also bei mir ist schon hier Sunset, kann man sagen. Ja, dann aktiviere aber vorher den Gottmodus, noch nicht gemacht. Ja, oder? Ich muss jetzt mal hier. Scheiß. Ich auf dem Weg machen. Scheiß Groupies, die ich da bei mir habe, ey. Aber noch brauche ich den Gottmodus ja noch nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn du den Gottmodus an hast, gibt es irgendwie keinen anderen Weg zum Kreis? Nicht unbedingt. Weil ich wollte gerade sagen, vielleicht geht er irgendwie weiter höher. Mal. Nee. Der bleibt so tief, wie er ist. Er ist tief gesunken. So, Crimson. Vor allem, als ich auch dachte, als Yuki und Kitty gestern nach einem Meteoriten auch gesucht haben, so. Ja, wo ist denn der Meteorit? Der kann aber nicht auf der fliegenden Insel sein. Und ich so, oh doch, gerade hier. Nee, das kann ja nicht sein und so weiter. Ja, wie viele fliegende Inseln gibt es doch mal bei Large? Da habe ich gemeint, ja, maximal 8 Stück. 6 Stück Minimum, 8 Stück Maximum. Denke ich mal. Weil die haben, glaube ich, nur ein oder zwei Inseln gefunden, haben voll die gute Ausrüstung gefunden und dann hat sich das Thema erledigt, wo ich auch nur so dachte, uff. Hab dann auch nur gemeint, ich lach euch dermaßen aus.
Hol doch einfach eine Wormhole Potion. Aber bevor du die Wormhole Potion benutzt, mach den Gottmodus an, sonst bist du sofort tot. So, jetzt ist es Abend. Ja, ich bin ja eh gleich da. What? Hast gerade mal die Hälfte vielleicht erreicht, maximal. What? Nee. Doch. Ich dachte, ich wäre weiter. Nee. Jetzt weißt du, warum ich immer so genervt habe, wenn ich wieder zum Dungeon laufen durfte. Hättest du mal nicht riesig getroffen. Hier in der Wüste mal wieder zwei, drei Sternschnuppen hier rum eiern. Verdammt. Bin gleich da. Ich könnte sagen, ich fühle mich so ein bisschen belästigt von meinen neuen Freunden hier. Ey, 1000 Damage habe ich denen schon zugefügt. Nur noch 9000 to go. Ja, ich bin ja gleich. Dann geht's schneller. Das will ich, na gut, dann machen wir vielleicht 2 statt 1 Damage. Weil so kann ich nicht gegen den Skeleton kämpfen, weil mein Damage, den ich mache, von anderen Freunden abgefangen wird. Aber hey, so komme ich vielleicht endlich mal an mein Guardian-Haustier. Wenn es das überhaupt noch gibt. Ja, ich denke schon. Apropos, es gab doch immer eine Meteoritenspitzhacke, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nicht? Oh, okay. Ich meine aber, es gab mal. War das noch erste Season? Oder war es noch zweite Season? Da gab es doch mal eine. Ich dachte, es gab eine Meteoritenspitzhacke, mit der du Höllenstein abbauen konntest. Keine Ahnung. Ach, wie drollig. Kannst du... Nice. Meine Worst-Case-Szenario können wir immer noch die Nacht wieder einstellen für das Skelett. Okay, wie viele Guardians sind denn das? Mindestens 5. Die kamen fast alle 2-3 Sekunden kamen neue dazu, als ich da unten war. Leute heulen heutzutage wegen Corona rum, ey. Die hatten noch nie mit Guardians zu tun. Ich geh mal kurz was nachgucken.
Achso, ja, wir waren ja schon mal hier unten. Ja, da unten ist das Dungeon. Ah, okay, ja. Da unten ist wirklich der Kreis. Ja, und da würden wir halt schlecht hinkommen. Du weißt, ich kann nicht mitkämpfen, ne? Ich tue einfach so, als würde ich mitkämpfen gegen den Skelett. Oh, Alter, pass auf! Oh! Du musst ausweichen! Ja gut, wir haben ja eh den Gott-Mode drin, aber... Wir müssen die Illusion aufrechterhalten. Ja, ich weiß. Alter! Ich guck mal gerade. Nee, ich hab Leiter. Alter, die Bomben machen gut Damage bei ihm. Ja. Jesus! Wie viele Bomben hast denn du? Ja, ich hab so knapp über 100. Wow, okay. Jetzt da hat er keine Arme mehr. Jetzt! Den kriegen wir. Und! Jawohl. Easy. Ben, hast du alles gekriegt? Ja, eventuell. Nee, doch nicht. Weil ich hab nichts gekriegt. Außer Heiltränke. Okay. Ah nee, der hat ja gar nichts wirklich getroppt. Da kannst du jetzt dafür noch ins Dungeon rein. Ja. Noch die Affen hier loswerden. Zumindest einen würde ich killen wollen. Ich wollte gerade sagen, und wenn man sich nach Hause portet? Ja, ja, erstmal einen killen und dann schauen wir mal. Gegebenenfalls mache ich einfach den Gottmodus aus. Können wir es testen? Okay, keine Ahnung, ob mit Bumerang das besser läuft. Man vielleicht irgendwie mit Sprengstoff? Oh, ich glaube, es macht genauso viel Damage. Ah, nee, ich hab die Schwierigkeit der Gegner runtergeschätzt, aber dann machen wir nicht mehr Damage. Ja, auch aus dem guten Grund, hallo? Verlieswächter? Ja, hätte ja trotzdem sein können. Oh, stimmt ja, ich habe ja noch was für dich. Bitte. Ja, gut. Würde jetzt auch nicht unbedingt die Damage gerade, was ich mir ein bisschen erhofft habe. Vielleicht wenigstens 2 Damage mache statt 1. Und als kritische Treffer 3. Sie sehen auf den 1er und 2er, aber ein 3er bisher noch nicht. Ja, die 2er sind bei mir nur kritische Treffer. Ach Gott, ist das bescheuert. Yep. Vor allem habe ich irgendwie fast das Gefühl, dass das mehr Wächter sind. Ja, sind sie auch. Weil 14 Feinde in der Nähe. Ja, können ja auch unten im Dungeon welche sein. Oder oben Crimson. Maybe.
Uff. Ja, man müsste beim God-Mode auch die Möglichkeit haben, dass man mehr Damage einstellt. Jetzt auch noch die Sonderwünsche für den God-Mode. Ja, in dieser jetzigen Situation zumindest. Schade. Ja, nur noch 6000. Ja, wenn das jetzt ein YouTube-Video wäre, könnte man das easy einfach vorspulen. In der Post-Production. Mit witziger Musik untermalen. Ich will mal kurz was testen. Warte, ich will mal kurz was testen. Das Ding ist sogar noch an. Okay. Ein Augenblick. Okay, schade, doch nicht. Ich habe den Autoklick nämlich doch aktiv gehabt. Ich dachte, vielleicht kann ich da meine rechte Hand hier ein bisschen schoben. Leute, Schneider ist angekommen. Yay. Schön für ihn. Wo wohnt denn der denn? Da war doch noch eine Bude frei. Ah, okay, der wohnt auf dem Friedhof. Ah, okay, da kriegt man schon mal hier Grabwächter. Jupp, schicke schwarze Mäntel und so. Undertaker-Style. Okay. Ja, nice. Ja, wir haben fast die Hälfte. Das kann auch gerade sein. Maja. Den scheißegal, was für eine Waffe man hier benutzt, Okay, ja. What the? Etwas knallt denn drum? Keine Ahnung. Das sind die Hellfire-Pfeile. Die explodieren? Scheint so. Wow. Na gut, das ist halt eine Hellfire, ne? Wir kennen dich jetzt den Kinderpinguin in der anderen Hand. Oh, Kinderpinguin. Lieber eine normale Milchschnitte. Oder sowas. Ja, irgendwie sowas. So nach dem Motto, und eine Hand habe ich immer noch frei. Pinguin ist zwar auch nicht schlecht, aber dass er sich vielleicht so ein Ding, also eine Packung quasi, in einem halben Jahr oder so. Wir haben die Hälfte. Yay. Oder was ich auch richtig abgefeiert habe, sind die, wie heißen die Kinder, Maxi King. Die sind geil. Die sind mega geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rangekommen bin mal. Über eine Werbung oder ob ich die damals irgendwie mal probiert habe. Ich glaube, ich hatte mal einfach irgendwie erstmal probiert. Und dann habe ich die Werbung dazu gesehen. Aber nicht da diese komische Hip-Hop-Werbung. Was ich auch manchmal ganz geil finde, sind die Schokofresh. Diese Hippos da in Schokoform mit dieser. Ach, Happy Hippos. Nee, nicht Happy Hippo. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich. Ja, ich kannte halt die Happy Hippos irgendwie sowas. Das war, glaube ich, Schokolade mit so Sahne gefüllt. Und jetzt mittlerweile ist es ja irgendwie so eine Hippo-Form. Als Kekswaffel. Nee, die gibt's auch noch als Schokolade mit dieser Milchcreme-Füllung da im Kühlregal. Ja, ja, genau, ja. Ja, mal, wollte ich ja sagen.
wollte gerade sagen, pass auf, gleich hast du so. Haben auf einmal alle Wächter hier. Auf einen Schlag. Ne, ich sehe dann nämlich noch ein paar Balken, die fast voll sind. Ich sehe zwei Stück, die immer leerer werden, aber der Rest ja bleibt irgendwie. Oh, okay. Echt? Weil bei mir sehe ich alles gelb gerade. Ihr vergesst jetzt die Dungeon-Mucke auf, ey. Alter. Das könnte fast schon von den Gregorians sein, ey. Alter, raus aus meinem Kopf. Ich wollte gerade sagen, Alter, ist das jetzt hier so eine Art Mönchstempel-Gesang? Finde ich ganz geil eigentlich. Ich muss irgendwie die Position erreicht haben, wo gerade mehrere Lebensenergien auf einmal hier so durcheinander auflagern. Okay, jetzt nicht mehr. Erinnert mich auch so ein bisschen an. Aber auch nur wegen die. Ich glaube, das erste Mal, dass ich in einem Spiel so solche. Ich nenne es einfach mal jetzt weiterhin gregorianische Gesänge gehört habe. Also dieses. Das war damals auf dem PC. Das war ein Playmobil-Spiel. Aber das fand ich ganz geil eigentlich. Ich weiß nicht, ob. Ich würde es eigentlich heute gerne nochmal ausprobieren wollen, ob ich es heute immer noch geil finden würde. Das war auch fast schon so eine Art RPG. Hieß Hype the Time Quest. Das war halt. Hat so im Mittelalter gespielt. Und ich fand die Idee eigentlich auch, wenn ich so drüber nachdenke, heute immer noch ganz geil. Und da ist dann halt so ein Fest und dann kommt halt, wie man es von der Playmobil-Ritter-Mittelalter-Dings so kennt, ne, da kommt halt der böse schwarze Ritter mit seinen Drachen und versteinert alle und man wirft, und der Charakter, den man spielt, der heißt Hype, wie Hype Train, Chuchu. Wow. Und der wirft sich dann halt auch dazwischen, um die Prinzessin zu beschützen quasi und wird dann halt selber versteinert. Und nicht nur versteinert, sondern der schwarze Ritter haut ihn dann auch zurück in die Vergangenheit. Okay. Und dann bist du in so einem Turm drin, wo auch so ein Magier lebt. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Ich glaube Custus heißt der. Und der versucht dich dann halt zu erwecken. Braucht dann halt immer wieder so ein bisschen. Und irgendwann erweckt er dich halt. Also schafft es quasi, dich da aus dem Stein zu befreien. Und dann musst du spezielle Aufgaben, sag ich mal, erfüllen. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es zum Beispiel im Wald gab es dann so Baumhäuser und sowas, so eine Diebesgilde, die quasi so an Robin Hood angelehnt gewesen ist. Und gab halt echt viele Sachen, die ich halt in meinem Kopf zumindest in Erinnerung habe, die also optisch gesehen mega geil in Szene gesetzt waren. So ein Archiv zum Beispiel oder dieses Archiv war, glaube ich, ach, wie heißt denn der Scheiß nochmal? In so einem Astronomie... Observatorium. In so einem Observatorium, genau. Da hast du da auch so Rätsel machen müssen und irgendwann... Ja, und während du halt immer weiter vorangeschritten bist, bist du halt immer weiter auch in die Zeit weiter vorangereist. Hast dann immer so Zeitreise gemacht und hast auch an den Leuten gesehen, die du halt am Anfang kennengelernt hast, die werden immer älter und so ein Kram. Erinnern sich aber natürlich auch noch an dich. Und dann werden halt immer, je weiter du voranschreitest, werden halt auch mehr Gebiete erreichbar, wo du hingehen kannst und so. Und es gab ein Level, das war so ein Mönchskloster. Und da hast du dich halt nach oben kämpfen müssen und oben war dann so ein Bossfight gewesen gegen so einen riesengroßen fetten Mönch quasi. Und wow. Da gab's auch so eine an sich. Ich habe die Musik noch recht geiler in Erinnerung davon. Die Musik, die ganze Zeit dann während dem Kloster lief, während du da dann nach oben geklettert bist und alles. War an sich ein ganz geiles Spiel, zumindest soweit ich es in Erinnerung habe.
War so ein bisschen, man könnte fast schon sagen, es war so, hat so versucht, ein bisschen vielleicht eine Art Legend of Zelda für PC sein zu wollen. War jetzt, kommt wahrscheinlich eh nicht daran an oder so, aber ich habe zumindest noch ganz geile in Erinnerung. Mhm. Auch das einzige Playmobil-Spiel, was ich jemals gespielt hatte. Ich muss gerade mal überlegen, wo ich so einen ähnlichen Mönchsgesang mal gehört habe. Oder wie du es jetzt sagst, so Gregorian-Gesang. War bei Largo Winch, Empire Under Threat, wenn du in... Oh, wie hieß denn das Gebiet? Da bist du auch in so einem Mönchskloster. Mit einer Freundin vom FBI und gehst einen Hackerangriff nach. Der Abschnitt hatte eigentlich auch Mönchgesang. Halb the Time Quest Monastery. Das ist Ära 1. Das war so quasi, wenn man das erste Mal reinkommt. Das ist aber nicht der, den ich wollte. Das ist dann vielleicht Ära 2. Oder Ära 3. Ära 2. Doch, da ist Ära 2. Nee, da ist auch noch alles cool. Ära 3. Dann gucken wir mal in die kompletten Soundtrack eben rein. Monastery Balkrum, ist es vielleicht das? Gleich kommt so die ernüchternde Erkenntnis. Du hörst den Soundtrack rein und dann, als Kind habe ich es aber anders in Erinnerung gehabt. Müsste der Balkrum gewesen sein, aber. Ja, aber da ist deutlich weniger gregorianische Gesänge drin, als ich gedacht hatte. Also ich hörte dich halt nur so minimal ein bisschen an, aber es, bei den anderen hörst du halt klar, dass da halt wirklich so rumgesungen wurde, aber hier klingt das eher wie mit einem Computer gemacht. Oder wie bei Vampire Masquerade Redemption, fällt mir gerade ein. War es nach den Silberminen? Ich überleg gerade. Ich glaube, das war nach den Silberminen, wenn man für die Brucha, also für den Clan Brucha, bei den Kappadozianern Mercurio ausschalten muss. Da gab es, glaube ich, auch Mönchsgesänge. Ich weiß es bloß nicht mehr, wie genau die Team hieß. Es gibt tatsächlich Tutorials, wie man das Spiel heute noch zum Laufen kriegt. Es hat wohl immer noch eine Fanbase. Terraria? Nee, Hype the Time Quest. Ach, okay. Und ich hätte da wirklich mal Bock, wieder reinzugucken. Ob das wirklich, ob das entweder nur bei meinem jungen Ich und man kennt nicht so viele Spiele und man fand es deswegen geil, oder ob es wirklich ganz nice war. Ja, würde ich dann natürlich, wenn möglich, im Stream machen dann, wenn es geht. Also als Kind hat man halt andere Ansichten. Ich weiß noch, damals ein Spiel, das klingt heute vielleicht ein bisschen falsch, das hieß Mein Freund der Hase. Das war voll nice, wenn ich so als Kind so, also für Kind ist das Spiel voll nice. Wir haben den ersten Guardian übrigens gleich. Ich weiß, mit 300 noch was. Nee, das ist meine HP, glaube ich. Nee, ich habe es, okay. Ein Guardian hat 300, jetzt okay, 200. Einer bei mir hat 920. Den, wo ich hier habe, der hat jetzt weniger jedenfalls, 250. Das hieß mein Freund der Hase und du konntest dann halt auswählen, ob du freitags zu ihm gehst, samstags oder sonntags. Und da konntest du halt auch bei ihm übernachten, wenn du freitags da bist. Und da hast du immer so Minispiele machen können und so ein Kram. Natürlich auch so ein bisschen, auch ein bisschen über zu lernen, ne? Formen, Farben, Zahlen und so ein Scheiß. Aber das war irgendwie ganz cool. Okay, Achtung. Verlieswächter ist down in 5, 4, 3, 2,
Eins. Geil. Und. Ich hab gerade irgendwas eingesammelt. Ja, den Knochen für dein Skelett aus Tier, wie ich ihn jetzt hier hab. So, bevor ich aber sterbe, will ich mein ganzes Geld ins Inventar packen. Vielleicht kann ich sie ein bisschen retten. Ja, wobei, den einen kriegen wir auch noch down. Ja. Und ich würde eher fast sagen, zurückporten und dann God-Mode ausmachen. Ja, da wollen wir uns zurück, dann werden das ganze Dorf geschlachtet. Echt? Cool. Ich meine, furchtbar. Aber dann würden auch die Grabsteine Sinn machen. Lol. Entschuldigung, private Party. Huch. Guck mal, die mögen mich. Ich wollte gerade sagen, wir sollten nicht tiefer runtergehen, sonst kommen noch mehr Guardians, aber das Blatt ist ja down. Ja. Ich guck dann mal gleich mal nach über Google, was nochmal die Zutaten sind für Skeleton. Ansonsten, ja, ist halt so, wir haben ja dafür immerhin noch zwei neue Bosse, die es in dem Spiel gibt. Einer davon ist, das sind übrigens beides Bosse, die nach dem Hard Mode verfügbar sind. Mhm. Und einer davon ist Queen Slime. Und die soll wohl deutlich eine deutlich höhere Hausnummer sein als King Slime. Oh, okay. Aber ich habe mir noch nichts davon angeguckt. Ich weiß nur, dass es Queen Slime gibt. Von okay. Danke YouTube Thumbnails. Kriegst du einmal ein YouTube-Video von Terraria und auf einmal so, ey, das hier ist der Queen Slime Boss. Wow. Tschüss. So. Okay, ich sehe keine Guardians auf der Karte. Noch nicht. Erstmal God-Mode deaktivieren. Das mache ich auch gleich. Vor was vergessen. Wie gesagt, ich mach's auch gleich mit dem Guardian. Knochenrassel, Babygesichtmonster. Stimmt ja. Ach, wir sind mega krass, ey. Wir haben einfach mal das Skelettding besiegt. Scheiße, sind wir gut, ey. Wofür war das Zeug nochmal? Das ist nämlich scheiße teuer und das heißt für mich, dass es selten ist und dass es brauchbar ist. Okay, schon mal. Terraria Skeleton. Ach, Skeletron heißt der, nicht Skeleton. Ember Stuff, was kann denn der Ember Stuff? 21 Magiescheiben. Buh, Ember Robe. Increases Maximum Mana bei 60. Jesus. Dafür brauche ich nur eine Robe und 10 Ember. So viel habe ich aber nicht. Ember Gem Spark Block. Orange Stained Glass. Ja klar, wir fangen jetzt noch an und machen wie in der Kirche solche Bilder aus Glas. He spin his head right round. Ich hab grad nur irgendwie so gehört, wie als ob du Schaden gefressen hast. Ich dachte gerade, oh cool, gut. Ja, ich bin gerade runtergekommen und dein Skelett hat gerade halt wie die Guardians hat so mit dem Kopf die ganze Zeit gedreht. Wieder alles voller Papierlaternen, ey. Ach, komm schon. Ja, ich guck grad, was die Zutaten sind für das Problem. Vielleicht kann man ihn auch nicht mehr nochmal, sondern es ist halt Mech-Skeletten. I'm not a popular man, but I know what tranquility is. Skeleton. Deutsch, oh meine Herren. So.
So, Skeleton ist dann der Bossmonster. Schneider. Ja, ich hab meinen Undertaker-Klamotten. Ups. Da lang. Ah, seit der 1.2-Version kann man Skeletron öfter besiegen. Man braucht eine Schneider-Voodoo-Puppe, die man von Skeletron selber oder von einem dunklen Zauberer im Dungeon erhalten kann. Also glückbasierend. Damit muss man den Schneider, der einzieht, wenn ihr Skeletron besiegt habt, in der Nacht töten. Das wird nämlich durch die Schneider-Voodoo-Puppe möglich gemacht. Danach sollte Skeletron spawnen. Nach einiger Zeit sollte der Schneider wieder einziehen. Okay, cool. So, God Mode. Deactivate. So. Block weg. Die Muscheln, Research. Also die schicken nochmal Muscheln am Strand, die kann man eigentlich auch duplizieren. Ja, ich denke mal schon. Wüsste nicht, wofür man die großartig sonst brauchen könnte. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht herausgefunden. Knochen, ja, Müll. Starfisch, Müll. Müll. Verkaufen. Na. Mir zu stressig wieder hochzulaufen. Oh Mann. Da rein, das da rein. Müll. Müll. Von woher kommt auf einmal der Zombie? Das da rein. Spawned. Gerade eben war doch noch kein Zombie da und jetzt auf einmal. Oh. Scheint's gespawnt. Müll, 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 Müll. Ich schmeiße nur am Ende. Oh, so weit ist es schon gekommen, dass ich Sterne wegschmeiße. What the fuck ist nur aus uns geworden? Auf zum Strand! Sogar der richtige. Boah, die Muschel ist voll geil. Muss ich nicht immer den ganzen Weg laufen. Auf in die Hölle! Das ist für mich mein Ziel. Ja, ich gucke mich dann ein bisschen im Dungeon um. Okay. Kann ich die Mechaniker... Oh, ich komme wieder zurück. Ich muss noch ein Zimmer bauen. Zimmer bauen heißt für mich I need infinite wood. Mhm. Ja. Ach fuck, und ich brauche diesen Zauberstab dafür, das Holz. Muss ich auch noch schnell erwähnen. Wo, jetzt wo es mir gerade wieder einfällt und ich hier die Meta-Anzeige sehe. Kitty und Yuki haben gestern voll am Rad gedreht, so, ja, wir sind doch im selben Team, oder warum sehe ich dich nicht? Und dann habe ich denen gesagt, ja, hey, das liegt wahrscheinlich daran, wegen dem Patch, dass man jetzt nur noch bis maximal 1999 Fuß weit die Gefährten sieht. Alter, was machen die Viecher hier? Und ansonsten... Was immer noch eine beschissenere Neuerung ist, wenn du mich fragst. Ja, ich weiß. Dann was war's noch? Irgendwie hat Kitty es geschafft, sich out of bounds oder was heißt out of bounds? In die Wand rein zu glitschen. Nur durch Fackeln platzieren. Tja. Wo ich dann auch gedacht habe, oh Mädel, wie hast du das jetzt wieder hinbekommen? Luft.
Luft, Luft. Jo, Wand ziehen. Zack, 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 zack. Okay, das war blöd. Ich brauch doch ein Luftloch. Was ist denn das da? Golderz? Das ist Gold, ja. Was, so wie das hier ist, lasse ich das. Das sieht eigentlich gar nicht mal so scheiße aus. Muss ich aber zack. Nicht absaufen. Das sieht gar nicht mal so dumm aus. Sehr schön. Aber ich behaupte einfach mal, die Mechanikerin wird's nicht gefallen, im Wald zu wohnen. Leute, sind mit Leben die olle Kuh, ey. Ja. Jeder muss halt mal ein Opfer bringen. Ohne Scheiß. Wollen sicher sein und so ein Kram, aber dann nicht in einem fucking Baumhaus wohnen. Hört euch nicht so an. So, Tür. Schrank. Tisch. Deckenleuchten. Stehlampe. Tischlampe. Handy, Hintergrundwand, Stil, da. Wir sind ja schon im zweitletzten Baum hier angekommen. Mhm. Irgendwie vermisse ich so ein bisschen unser alter Garten. Der war richtig geil gemacht. Der unterirdische. Naja. Hat praktisch gemacht. So, einmal die Lampe hierhin, dann noch eine hierhin. Schrank, Tischlampe drauf. Und gut ist. Stehlampe. Tür. Brauche ich aber oh, noch. Wetterbericht, ich könnte lachen. Wir haben es den ganzen Tag gebracht, es soll schiffen ohne Ende. Und heute Morgen hat es gerade mal ein bisschen geregnet und jetzt ist hier Wind. Ja, geht vielleicht nur im Wind und das war's. Redless Magoo! Geschäft. Ich glaube, ich habe den Knochenheini gefunden. Mit dem man handeln kann. Knochenfackel, Knochenpfeil, blaues Gegengewicht. Oh, hier.
Das wollte ich ja nicht. Wirft ein Gegengewicht, nachdem er einen Feind mit einem Jojo getroffen hat. Bomben, Seile. Hast du einen Raum frei? Wofür? Für den Skeleton. Nee, der kommt, der wohnt ja, der zieht ja nicht ein. Ach so. Soweit ich das weiß. Den hab ich nämlich hier im Elevator. Ja, der zieht aber nicht ein, soweit ich weiß. Ah, okay. Der läuft nur random rum. Okay. Oh, bin mal kurz weg. Jo. So. Upp. Der hat jetzt gleich nur ein Problemchen. Dieser Rattle Magoo. Weil ich meinen Elevator bauen will. Und er jetzt sterben wird wahrscheinlich. Oh, doch nicht. Okay, doch, wird er. Well. Open Duplication und Baumaterial Crimson Brick. Komm schon. Das war. What? Hot. Okay, Schlickblöcke habe ich noch nicht researched. Mist, ich werde damit auch noch arbeiten müssen. Na komm. Runter. Wie weit braucht... Ach, ich bin ja demnächst in der Hölle. Perfekt, dann ist der Elevator auch fertig. Und da ist auch Steve wieder. Zahnessen.
Lol. Roffel. Wenn man sich gerade, weil ich gegangen bin, Essen holen, wollte ich mich gerade schon hier im Stream beschweren, da die Nachbarn wieder laut hier auf der Terrasse hocken. Komme ich zurück, hat's angefangen zu regnen und jockt nicht mehr draußen. Es gibt doch noch einen Gott. Ja, bei mir geht vielleicht nur ein Lüftchen und das war's. So, das kann ich wieder wegschmeißen. Zimmer ist frei. Hoffentlich bleibt das auch frei, bis wir die Mechanikerin haben. Da muss ich jetzt mal kurz was nachgucken. Google. Weil wenn das dann so ist, dann kacke ich richtig ab. Aber bitte auf der Toilette und nicht im Stream. Ja, ich meine halt, ja, ich meine halt hier abkotzen und so. So, schauen wir mal. 90% Regenwahrscheinlichkeit. Ich blicke raus, es ist vielleicht ein bisschen bewölkt und trüb, aber kein Regen. Na, das ja nicht vergessen, vielleicht zwei Straßen später wiederum sieht es ein bisschen anders aus. Regnet es vielleicht ein bisschen oder so. So, aber das ja nicht vergessen. Das ist ja. Ich weiß noch damals, als ich zwei Ortschaften weiter war. Als ich damals noch in der 6. oder 7. Klasse, ich glaube eher 6. war es oder 5. Stunde nachsitzen durfte. Freiwillig natürlich. Da war es dann auch so, dass ich angerufen habe, ob ich abgeholt werden kann, weil es hier schüttet ohne Ende und zwei Ortschaften weiter zu Hause. Ja, hier scheint die Sonne. Ich wollte gerade sagen, vorbildlich von dir. Ja, ne? Freiwillig hier nachsitzen kommen. Weil bin ich jetzt zu früh? Ja, ich bin zu früh. Apropos. Aber ich hatte auch erstens mal letzte Nacht, also vergangene Nacht, die Fenster durchgehend offen. Ah, okay. Und heute Morgen auch dementsprechend offen gehabt. Rollladen ein bisschen, halt Rollladen natürlich ein bisschen unten, nicht komplett, so ein bisschen. War dann auch wach geworden, als ich mitgekriegt habe, dass es draußen regnet. Und dann wieder rumgelegt und weiter gepennt. Willst du das Wetter für morgen sehen und will nicht wirklich irgendwie. Wetter.com. Ja. Oh, da wird mir nämlich nur angezeigt bis 12 Uhr maximal. Okay. Das hier sieht doch jetzt interessanter aus. Ja, okay, dann hoffe ich mal, dass es so bleibt. Und ich habe mal schon Mietig gefunden. Was macht denn eine fucking Dschungeltruhe hier im Dungeon? Egal. Ich hinterfrage hier nichts in diesem Biom. Oh, da ist die Mechanikerin. Was geht? Sophia! Junction Box can be placed, separates wire paths. Oh, cool. Mechanical Lenses creates improved wire vision. Engineering Helmet. Das ist einfach nur Klamotten. Ein halbes Sekunden-Timer, ein Viertelsekunden-Timer. Die müsste ja dann eigentlich jetzt da oben schon ihre Bude dann dementsprechend haben. Was machst du da, Mädel? Stehen bleiben! It is too dangerous to go alone! Hier, nimm den Mob und geh. It's dangerous to go alone. Here, take the mop. And wish. And wish for the best. Oh man. Ja, weil ich wäre eigentlich heute verabredet gewesen. Aber dann hat es geheißen, so, ja, es hat der ganze Tag pisst wie die Sau und so weiter. Wir pissen nicht so schnell. Ich porte mich nach Hause und wäre schon da die Mechanikerin. Wie schnell bist du denn, Fräulein? Holy shit. Sehr schnell, würde ich mal sagen. Manch Männer würden hoffen, dass du nicht nur hier so schnell bist.
Endlich mal einer wie uns, wie wir. Wow. Geh nicht von falschen Ansätzen aus, bei dir. Boah, ah. Das war ja, knapp. Ja, wie mal das morgen das Wetter. Ohne Regen bleibt. Dann hurra. Weil wenn nicht und es heißt ja, nee, absagen und so weiter, dann... Ja klar, ist das natürlich dann scheiße für dich gesehen, aber wenn du mal überlegst, wie wenig es geregnet hat die letzten Wochen und so, ist der Regen gar nicht mal so falsch. Ja, kann ich auch verstehen mit dem Regen, dass Regen gut tut und so. Das ist gar nicht das Problem. Nee, weil es war ja abgemacht so, schon, wann war es, vor 2 Wochen? Ja, hey, komm, Lass Terraria zocken. Nee, das nicht. Lass uns was unternehmen, da und da ist Zeit. Okay, alles klar. Und dann auf einmal, ja, wird schlechtes Wetter, wird doch nichts. Verschieben wir das besser auf Sonntag. Ja, Sonntag steht. Ja, ja, das steht auf alle Fälle. Und ich nur gedacht, na, ich bin da mal gespannt. Ob es dann nicht auch heißt, ja, absagen, weil wegen Regen. Aber wenn ja, dann würde ich... Könnte ich. Was bist du denn? Flusskrebs. In der Hölle? Oder kurz vor der Hölle? Au! Flusskrebs. Scheiß Gift. Boah, diese scheiß... kaputten Boden. Powerful Handgun. Aha. Nun. Oh, Stelle abgedichtet. Sehr schön. So. Oh geil, ich habe ein Kobaltschild gefunden. Und eine Gravity Potion. Ja gut, Kobaltschild ist ja eigentlich nur dafür da, dass du keinen Rückstoß erleidest. Kobaltschild kannst du aber glaube ich auch mit Obsidian kombinieren. Wenn ich mich nicht irre. Mit dem Kobaltschild konntest du irgendwas kombinieren mit. Weiß ich gar nicht mehr, so hundertprozentig. Alter. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sage, auf in das Dungeon. Alter, ist hier die Hölle los. Ey, yo, was geht? Alter, ist hier die Hölle los. Oh geil, ich hab... Ey, yo, jetzt geht? Kriegen wir die ganzen Water Bolt, Gravity Potion, Instant können kommen. Ich säge mir echt schon meine Zehen an. So nah bin ich an der Lava. Meine Hornhaut beginnt schon zu schmilzen. Und weiter runter komme ich nicht. Ha!
Danke, was ist geschehen? Das ist geschehen, okay. Ja, keine Ahnung, warum der auf einmal losgelassen hat. Ach ja. Absorbiere. Die Lebensenergie muss steigen, wie blöde. Na los, absorbiere. Bloody Shuddy Blue Moon. 48 Melee Damage. Minus 11% Damage, minus 15% Knockback. Was ist das für ein scheiß Plagiatsprodukt? Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, denn wir betreiben ein Plagiatprodukt. Wow. So, halt bitte einfach die Klappe. Oh, Alter, hier sind so viele goldene Truhen hier in diesem Raum, aber ich habe viel zu wenige Schlüssel dafür. Ja. Unangenehmes Kettenmesser. Okay, 13 Nahkampfschaden. Plus 8% Schaden, plus 15% Rückstoß. Und es wird Tag. Das war eben gerade, ja. Ach, dieser scheiß einkrachende Boden. Alter. Hm. Scheiß Magier ging mir gerade auf den Sack. Ja, das ist normal. Wow. Ich habe auch mal die Crimson Brick Wall researched. Als Baumaterial. So. Wunderbar. Oh. What the hell? Verzauberungstisch. Ja gut, Retreat. War das anstrengend. Au. Egal. Reinder. Oh, das Tag, Schlick und Lehmblöcke, okay. Das ist Baumaterial. Dass ich die Wände noch nicht researched habe. Und das ist unglaublich. Alle, die es interessiert, heben jetzt bitte die Hand. Dachte ich mir. Arschloch. Okay, ich fliege da mal. Ja, dann
gleich macht's Flatsch. Au! Nee, das war eine Harpy, die mir gerade ins Gesicht geflogen ist. Haha, oh. Doch. Gott, Tobi, bald wollte ich bald in den Insektenschwarm reinfahren. Und der andere so, haha, dreht um und dann kriegt er voll den Vogel ins Gesicht. Ach ja. Das waren noch Zeiten. Ja. Mal die Minimap ein bisschen kleiner machen. Ich meine, größer, würde ich mehr sehe. Ich hätte gerne einen anderen Rahmen. Ah ne, kann ich das nicht machen, müsste ich in die Optionen gehen dafür. Dann wollen wir mal eins nach dem anderen. So. Ach, hab ich schon, okay, dann eben. Nicht. Das hier? Oh. Glatter Granitblock, jawohl, ja damit. Erste Insel gefunden. Nice. Oh. Schleim fällt vom Himmel. Das heißt Slime King. Nicht unbedingt. Doch, wir müssen genug Schleime töten, dann kommt der Slime-König. Ach, okay. Au, au. Oh Gott. Dann mal Schluss kurz mit dem Researchen. Was ist das denn? Das ist das Water Fountain. Ach so. Wüsten was? Ein Brunnen. Ah. Trinken. Na? Also. So, und jetzt bitte hoch. Wo bleiben die Schleime? Mehr Schleime, bitte. Thank you.
schon, mehr Schleim, mehr Schleim, viel mehr Schleim. Blauer Schleimbanner, yay. Jetzt hatte ich nicht genügend davon. Schleimer. Na also, endlich mal jede Menge Schleim auf dem Haufen. Ich hab grad von... Da schon wieder. Krieg voll viel Gold von denen. Von den Schickermals, von den Schleim kriege ich Goldmünzen, teilweise. Oh. Ich krieg bisher Kupfer, Silber, vielleicht vom lila Schleim. Keine Ahnung. Ich schieß einfach. Oh. Wenn ich einen Schleim sehe, schieße ich drauf. Und Franken stellst du dir natürlich später. Willkommen in Las Vegas. Wenn der Schleim kann es auch sterben. Nö, nee, es gibt hier nur Kupfermünzen soweit. Bei mir ist er. Das ist bei mir. Okay, ich komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wollen wir den etwa auf dem Friedhof bekämpfen oder was? Das ist nicht der Friedhof, wo ich bin. Rutschige Shinobi und klebrige Situation. Und ja, okay, Silbererz, Schleimbanner, grüner Schleimbanner, Ninja-Hemd. Brauchst du den? Nö. Okay. Warte mal, kannst du ein bisschen was mit nach Hause holen? Mein Inventar ist selber voll. Dann geh doch nach Hause! Lass mal starten, dann auf den Flamingo wegreiten. Beide in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Oh, Speer. Weg mit dir. Da will ich mal gucken, was der Schneider so im Angebot hat. Schneiderlein. I've been cursed. Take me to the hospital. Gravedigger Code, Alter. Funeral Hat, Funeral Code, Gravedigger Hat. Vertraute Hose, vertraute Hemd, vertraute Frisur. Victorian Goth Dress. Okay. Tragic Umbrella, der tragische Umbrella. Der tragische Schirm. Okay, ja. Oh, fuck. Großer Faden, schwarzer Faden. Oh Mann.
Erstmal Inventar lernen und. Ja. Wollen mich doch schon wieder verarschen. Und jetzt los. Ist schon wieder nur ein scheiß Luftballon, in der wohl drin war. Auf einer anderen Insel diesmal. So, ey! Willst du mich verarschen? Vielleicht. Nee, ich sehe gerade. Verbindung unterbrochen bei Steam. Hallo? Ja. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Test, Test. Naja, wie gesagt, bei Steam ist meine Verbindung gerade unterbrochen. Oh. Hat sich gerade einfach mal den Vordergrund geschoben. So, also, in Discord bist du auf alle Fälle online. Na, nicht, dass du gleich auf der Welt rausfliegst oder so. Hm. Terraria hat gerade wieder ein Update, ne? Ja, ist ja scheißegal. Solange wir spielen, wird das hier nicht gezogen. Jetzt bin ich wieder online. Hm. Ja. Oh, nice. Ja, viel, wirklich weit bin ich nicht unbedingt gekommen. Warte, den Brunnen hole ich aber noch mit. Aber das ist cool, dass jetzt auch die fliegenden Inseln ihr Thema haben. Ich war vorhin auf einer Wüsten, also auf einer fliegenden Insel mit Sand und so und jetzt auf einer mit Eis. Oh, cool. Und drunter? War da auch Schnee und so weiter? Oh, schade. Ich hätte gesagt, dann wäre es easy zum nachverfolgen, wo welche Insel, wenn jetzt quasi über dem Schneebiom hier, ah, du weißt schon, und so. Und natürlich mal wieder der falsche Ausgang genommen. Oh. Halt hier lang. Auf in den Elevator. Okay, bringt nichts, weil wegen Spinnnetze. Ugh.
Noch mehr Spinnennetze. Diese verdammten Spinnenhöhlen. So, Obacht, Obacht, Obacht. Warte mal, ich brauch eventuell Wasser, weil unten ist ja Lava. Ich hab keinen Bock, in Lava zu sterben. Noch öffnen. Oh. Da bin ich jetzt doch gerade erschrocken. Nein! Boah, Alter. Das dauert ja ewig mit den Waterbolts, bis die dann mal an der fliegenden Insel ankommen und wieder zurückkommen. Ja, gut, liegt halt dann riesig, ne? Das war knapp. Au. Ja, yep, genau das. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ist da unten noch eine Spinnenhöhle kurz vor der Hölle? Leck mich fett am Kalrim, ey. Das gibt's doch nicht. Mann, bin ich gerade erschrocken. Dieser scheiß Skeletron-Haustier. Macht doch nichts. Ja, aber kommt auf einmal aus der Lava raus und ich dachte gerade nur, oh shit. So, Spinnen, stirbt mal bitte. Netzschleuder! Cool. Kann ich ja wirklich einen auf Spider-Man machen. Oh.
schon. Raschel, 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 raschel. Was bist du für ein Trank? Ein Wurmlochtrank. Ah, sehr schön. Oh oh. Doch rechtzeitig muten können. Oh, ja, 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 ja. Meine Herren, Skeletron. Jedes verdammte Mal. Ah, super, und da ist auch schon der Hölleneingang. Now the elevator is finished. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich die Lava da abfließen lassen kann. Und dann geht's auch schon los mit hier, na, wie heißt's? Höllenbahn, Höllenerz, Höllenschmiede. Jo. Komm, lassen wir mal komplett die Lava aus. Because, warum nicht?
Da bin ich gerade erschrocken. Jetzt stirb doch mal, meine Herren. Aber echt, ja, was fällt der Sau ein, leben zu wollen? Wieder mal gar nicht. Very good. It's getting hot in here. Auf die Team bin ich up all your clothes. It's getting hot in here. I'm gonna take my clothes off. Nein, bitte nicht. Was? So. Yay. Hast du Bock auf die Star Fury? Die was? Star Fury, das Schwert. Ach, das ist doch dieses Sternenschwert, ne? Schon wieder ein fucking Luftballon, Alter. Ich raste aus. Den schmeiß ich jetzt weg. Wir haben schon zwei Stück. Lass den Kinski raushängen. Meine Fresse. Ja, nee. Das war jetzt nicht der Kinski raushängen lassen. Obsidian-Siegel. Ach, Obsidian-Siegel, genau. So, der Mann stirbt. Okay, 2, 4 Inseln gefunden. Bisher. Wurde ich nach Hause, weil mein Inventar ist voll. Ja. Au. Au? Geht. Ei. So, mal gucken. 23, ja. Doch jetzt nicht so pralle, aber ja. Passt. Kaching, kaching. Geschmiedet mit Himmelswut. Sternenhimmel. Klingst auch schon so begeistert. Weil ich ja auch bin. Ja, Kobalt Shield und Obsidian Skull, kriegst du den Obsidian Shield. Mhm. Wusste ich doch. Also feuerfest und. Glaub ja. Und wir haben eine neue Schmiede. Möge. Brauchen wir die andere ja nicht mehr. Ja. Weil wir haben ja jetzt die Höllenschmiede. Grants immunity to knockbacks, grants immunity to fire blocks. Yep. Also doppelt gemobbelt. Yep.
Was haben wir denn hier? Researchen, researchen. Okay, die OST von der Hölle ist auch nicht schlecht. Ah, die Team erinnert mich an von einem anderen Spiel, glaube ich. Oder? War das aus einem Film? Was weiß ich, keine Ahnung. Woran sich die erinnert. Doch. Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. So ein bisschen vom Klang her. Nicht schlecht. Stirb. Oh fuck. Bin so ein Idiot. Was ist das denn jetzt hingestellt? Ja, ich hoffe, du hast keinen der Luftballons gewollt. Warum? Weil ich die aus Versehen alle weggeschmissen habe, statt die in die Truhe zu packen. Oh. Andere Frage, was hat ein Luftballon nochmal? Du springst ein bisschen höher. Ach so. Ja, nee, da will ich lieber die Wolke in der Flasche haben, den für einen Doppelsprung. Wobei, ich habe ja eigentlich die Flügel. Na komm, Dämon. Sag mal, wie lang bin ich denn blind? Haben die den Buff hier in Hell Butterfly? Ein Höllenschmetterling! Oh Gott, wie knuffig. Und ich habe mal wieder keine Flasche dabei. Okay, Hell Butterfly ist weg. Da ist er. Bitte Flasche, Flasche, Flasche. Oder braucht man Netz dafür? Netz. Ach, okay. Was war denn das? Kommst du mal Papas, eben? Papas vergessen. Ah, okay. Ich dachte gerade schon. Das war knapp. Und den kannst du nicht fangen. Ah, okay. Guten Bauch. Thank you.
Oh, ich bin ja schon am tiefsten Punkt. Ich dachte gerade, warum geht die Kamera jetzt nicht weiter runter? Das habe ich schon. Okay. Habe ich schon. Okay. Hab ich auch schon. Okay. Boah. Mhm. Wo bist du? Oh, absoluter Tiefpunkt erreicht. Ja, das höre ich öfter. Nee, ich meine als Achievement, weil ich jetzt ganz unten am Boden bin. Ich frage mich ja, wenn man Richtung Weltraum kommt, ob es auch den absoluten Höhepunkt gibt? Nein. Sei nicht, du musst so negativ. Hier schenke ich dir. Was war das gerade? Neue Waffe. Sonnenzorn. Oh! Pock. Ah, auf alle Fälle habe ich mein Traumbett. Damit hast du jetzt von uns auch die stärkste Waffe, by the way. Mal gucken, wie ich mit der umgehen kann. Gedrückt lassen ist geil. Dann ist das, ja, so, dann ist das so nach dem Motto, wenn du in mich reinläufst, ist es deine Schuld. Eventuell ja. Ich will mal was testen. Ja, die funktioniert so, wenn du das jetzt testen willst. Oh, geil. Das ist geil. Okay. Ich dachte, ich muss da immer hier rumschleudern und dann... Nee, nee. Verdammt, von dem. Das war aus einem Zelda-Spiel, daher kommt mir die Melodie auch bekannt vor. Und vom Klang her erinnert mich das eher so ein bisschen aus Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. Mit Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., nicht Robert. Du hast gesagt Drowny. Das ist Downey, nicht Drowny. Drowny wäre... würde er ertrinken. Heißt er wirklich Downey? Robert Downey Jr. wird's ausgesprochen. Okay, das sehen wir gleich. Wie stark ist deine Sun, deine Dings, die ich dir gegeben habe? Downey. Tatsache. Du meinst mein Mockenstern? Hm. Moment. Moment. Stunden später. Ja. 74. Ha, 78. Ja, freu dich doch. Plus 11 Damage, plus 3 Critical Strand, plus 10 Knockback. Die Superior habe ich gefunden. Will die mich rein, dann seid ihr selber schuld. Flame Lash. Achso, was ist das denn? Slice of Hell Cake. Summon the Baby Imp! He hasn't learned how to teleport yet. What? Ist die Beschreibung davon.
Ist das ein Haustier? Ja. Och, der ist immer knuffig! Und das für ein Höllenvieh? Ja, für ein Höllenvieh ist der ganz schön knuffig. Na gut, die schlimmsten Viecher sind immer knuffig in einer kleinen Variante. True. Ich sag nur hier Serious Sam 3 BFE. Er stirbt doch. Wo du da auch ausgerastet bist mit dem einen Vieter. Oh mein Gott, ist der Putz. Oh mein Gott! So ungefähr. Ja, nee. Oh mein Gott, ist der putzig! Oh, ist der Knuff. Au! Er ist putzig, er ist knuffig und er macht Schaden. Screenshot. Ja, ich weiß, ja, es fällt mir auch wieder, was du meinst. Ich war gerade anderweitig beschäftigt, da. Konnte ich nicht gerade ganz zuhören, was da jetzt Sache ist, aber ich weiß, was du meinst. Ja, da war mit einer Guide-Figur, die soll da nicht in die Lava fallen. Ja, das ist gestern Kitty und Yuki auch passiert. Demonic Hellcard. Weil Kitty ballert alles einfach mal über den Haufen und dann ist dann nur so ein Dämmer mit einer Puppe. Oder, oh shit, ich glaube, wir haben ein Problem. Wall of Flash beschwört. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Oh geil. Summons a Pet Shadow Mimic. Ne, der MD ist knuffiger. Aber ich habe jetzt schon mehrere von diesen Shadow Keys benutzt. Aber die wurden nicht verbraucht und ich bin nicht im Gottmodus oder sonst irgendwas drin. Ha! Sei mal einfach mal leise und sagen, das muss so. Okay, alles klar. Zwinker, zwinker. Heuchel, heuchel. Deuchli, deuchli. Der BBM sieht so ein bisschen aus wie diese. Nur halt mit größeren Ohren, diese. Ach, wie heißen die? Google. Ach, diese Chinchilla? Nein. Nicht unbedingt. Ja, doch, da könnten die auch dran erinnern. Diese. Da gibt's auch diese Chinchilla-Mäuse mit diesen großen Öhrchen. Ja, unter anderem. Oh, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, die Viecher, die ich meinte. Egal. Google. Aber ich hab probiert. Ja, da finde ich aber andere Viecher. Die ich nicht meine. Increases Pickup Range for Items. Aha, cool. Close one. So. Mal gucken. Au! Au! Ah, scheiß Fledermaus! It was at this moment. He knew. Oh, Obsidianrose. Reduziert den Schaden beim Berühren von Lava. Ja, okay. Da, Ascheblock. Auch noch ein paar Obsidian-Ziegel. Then I am happy. Nein! Really? Really? Fall here! Scheiße, ich muss hier weg. Wow. Du konntest das Feuer nicht ausmachen, was fällt dir ein? Ja, ich wurde gerade verbrannt und von einem Dämon. Aber immerhin haben wir schon Skeleton. Das ist immerhin was.
So, wo bist du? Da bist du. Warte mal. Mucke ist voll nice, Alter. Okay. Oh shit! Well, war schön, dich gekannt zu haben. Ja! Ah. Nicht wirklich! Oh mein Gott! Lauf! Zu spät! Hab ich doch eine Wormhole Potion? Wir haben noch einige in der Truhe. Ja, ob ich im Inventar hab. So meine ich das. Oh, der HP-Balken. Super neu. Das ist doch ein Witz. Danke für die Hilfe. Ich verstehe doch. Also solange ich noch nicht an die großen Lavas hier angekommen bin, ist ja noch alles halbwegs cool. So, bin wieder da. Back in the business. Wir machen das. Wir sind Pro-Gamer. Ja, Expertenmodus. Da wären wir schon längst tot, glaube ich. Au. Okay. Die Hälfte haben wir schon fast. Das läuft besser, als ich gedacht habe, by the way. Läuft besser. Zack, tot. Ja, und vor allem machen wir hier nicht so von links nach rechts. Wie nennt man das? Fighting, Arena, Gedönse. Weiß schon. Die Brücke. Ja. So, Achtung, ich komm. Ja. Oh, und das war. Nicht schon wieder! Muss mich heilen! Ja, ich hab mich ja gerade erst schon geheilt. Das ist ja das Traurige. Ja, dann haben wir den Kampf verloren. Außer du überlebst jetzt noch lang genug. So viel zu dem Thema. Oh. Aber es lief gar nicht mal so scheiße. Ja. Wir haben ganz gute Chancen, wenn wir besser vorbereitet werden. Bin ich einfach mal so. Lalala, ich hab ne Guide-Puppe, by the way. No! Wait a moment. Er ist noch der da. Der Guide ist wieder gespawnt. Die Wall of Flesh ist noch da. Aber der. Oh, okay, wir wären jetzt eh. Wir wären da jetzt eh gestorben, weil da fängt nämlich der große Lava-See an. Okay. So. Aber ey, gute Nachricht ist, ich hab halt noch eine Guide-Puppe. Achso, by the way, hier, komm mal mit. Oh, jetzt kommt's. Ist er nicht knuffig? Was ist das denn? Das ist der Baby-Imp. Ach, der Baby-Dämon? Ja. Oh boy. Und das ist meine... Ist... Warte, nee, nicht da. Warte. Warte. Ach, wie Truhe süß. Aber ja, ich glaube, die Truhe kenne ich ja schon. Oder kennen wir schon, besser gesagt. So, jetzt erstmal. Ich habe 34 wäre schön. 24 Meteoroiden-Barren. Ich finde das so geil, wie sie das mit den Dingern. Die Wall of Flash ist immer noch da, ey. Immer was nachgucken, ob die wirklich noch da ist. Ja, dann tu das. Mach das. Ich verarbeite erstmal den Ofen. Verarbeite erstmal die ganze Situation gerade, jo. Ja. In die du uns gebracht hast. Ey. Es lief aber deutlich besser als gedacht. Hoffe einfach, dass du nie rausfinden wirst, dass ich das mit voller Absicht gemacht habe.
Eben deswegen. Und das, als ich das erste Mal geschrien habe, einfach nur gefailt habe dabei. Ich dachte schon gefaked. Gefailt. Ich wollte gerade sagen, Alter, was kann ich hier alles herstellen? Guten Stuff hoffe ich doch. Ja, schon, aber das lag auch daran, dass ich noch an der Ernstruhe bin. Lol. Ja, deswegen. Wie geil die Mimik-Truhe hinterherfliegt, wie so eine Rakete, die sich am Drehen ist. Oh, man braucht doch Obsidian dafür. Da haben wir mehr als genug. Koboldstab, verwendet sie Manne, beschwört einen Kobold, der für dich kämpft. Kobold, nice. Oh, nice. Ich... Warte mal. Habe ich nicht noch? Nein, habe ich nicht. Schade. Ah! Feuerbergarbeiter. Neues Schwert. Oh, sogar. Einfach glodernde Holzpfeile. Flammerang. Yo, her damit. Geschmolzene Hammaxt, her damit. Also davon jeweils zwei Stück machen. Was willst du haben? Ja, wenn es geht, halt beides, ne? Also Hammaxt und Spitzhacke? Jo. Da fehlen mir jetzt noch zwei Barren. Ja, okay. Die dann erstmal die Pickaxe, wenn es geht. Ja, ja, die Pickaxe habe ich ja. Die ist ja wichtiger als... Oh Gott. Oh, jetzt wollte ich gerade hier über Karte und so und denk mir so, ah nee, shit, geht nicht, warum geht nicht? Ah, stimmt ja, keine Wormhole Potion. Was ist das denn? Aua! Ja? Bin gerade ein bisschen baden gegangen, unfreiwillig. Die Anziegel brauche ich noch. Höllenfeuerpfeil. Oh. Nicht mehr Höllenpfeil, sondern Höllenfeuerpfeil. Geronimo! Ach, halt mal, stimmt, da war ja was. Spinnenweben. Yes!
Au. Wall of Flash, stehen bleiben! Sie sind verhaftet! Ja, vor allem, du portest dich auch besser nicht zu mir, weil ich bin gerade über dem Lava, sie schwimmen mich so Tarzan-mäßig mit meiner Hook hinterher. Ich kann mich nicht zu dir porten, ich habe keine Wormhole Potion mehr. Ja, aber wir haben in der Truhe, ich sag ja nur, wenn du es vorgehabt hättest, wäre das dein Tod. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn ich in deiner Nähe bin, bedeutet das für mich der Tod. Oh, Sofa. Cool. So, noch mehr Höllenstein. Das war knapp. Wow. What? Was denn? Wall of Flash hat dich einfach mal geportet, die Sau. Wie geportet, die Sau? Was? Ja, die hat sich bei der kompletten Lavasee weggeportet. Oh. Kann jetzt ein bisschen dauern. Staatsfeind Nummer 1, die Wall of Flash. Ich seh's, komm, pass auf, am Ende der Porten. Oh, heiß. Es ist, komm, am Ende die Wall of Flash, wenn die eine Map erreicht hat, die eine Seite, denkt sie sich so und jetzt Kehrtwende. Oh, das war knapp, ey. Komm schon, Höllenstein, noch mehr Höllenstein. Einfach auf die Wall of Flash warten da drüben. Da unten. Ich werde wiederkommen. Wir werden uns wiedersehen. Und verreckst in der Lava. Magier, lass mich in Ruhe. Meine Herren, so weit, so gut. Gut, und jetzt? Wenn es so weit, so gut. Ich warte immer noch auf dem Schrei. Oh mein Gott, die Wall of Flash kommt zurück. Ja, so weit bin ich ja noch gar nicht. Ach du Scheiße. Au. Was denn? Oh. Oh. Da würde ich jetzt am besten nicht runtergehen. Also wo ich bin. Enterhaken sei Dank. Au, Alter! Ja. Ja, okay. Hier muss das sein. Die Wall of Flash hat sich verpisst. Okay. Endlich kehrt mal hier Ruhe ein. Niemals! Und schmeißt die Puppe rein. Oh Mann. Ja, wie gesagt, so scheiße lief's gar nicht. Lief sogar recht gut, würde ich behaupten. Ups. Quickstack. Ja. Das hast du jetzt schon wieder angestellt. Loot All statt Quickstack.
Also, ups, was hast du jetzt schon wieder eingestellt? Das hier, Wall of Flash erscheint. Oh, ich finde den Hintergrund echt fancy mit diesen Höllenfledermäuse, die da rumfliegen im Rudel. Alter, wie geil sind denn, Alter, wie geil sieht das denn aus? Was denn? Ja, warte, ich komm vorbei. Das sieht ja mal mega nice gemacht aus. Aber ich brauche einen Dings-Potion. Muss mich mal kurz kratzen, hey. Alter Schwede. Ja, der Schweif, den der Feuerball hinter sich herzieht. What the fuck? Steuerst du den, ne? Ja, das ist dieser kontrollierbare Feuerball. Alter, wie fancy. Halt! Nein, Minecraft! Scheiße, er hat überlebt. Ja. Wow. Ey, jetzt damit die Wall of Flash. Alles klar. Lass mich aber erstmal noch den Weg ebnen. So ein bisschen. Mich verarschen? Ey, warte mal, komm mal zurück. Bessere Idee. Statt Weg ebnen, scheiß auf den Weg ebnen. Warte. Du hast ein bisschen Platz im Inventar. Warte. Gleich. Ich muss erstmal kurz hier höchstens. Du brauchst eigentlich nur einen Platz. Ja, passt. Platz habe ich. Oh, apropos. Habt ihr Obsidian Potion gegeben? Trink die nachher. Achso. Obsidian-Tür weg, Obsidian-Lampe weg. Ah ja, Obsidian-Hauttrank. So. Dann gehen wir mal jetzt erstmal so weit wie möglich nach rechts und dann. Wall of Flash. Don't wait. Ich dachte schon, ich bin so ein Vollidiot und springe in die Lava, aber. Hab hier gerade noch den Trank gesoffen. Oh Mann. Living on the edge. Die Truhe wurde hier schon ge. Ach nee, halt. Wenn da kein Schloss mehr dran ist, dann ja. Achso. Ich dachte gerade, hier ist eine Schattentruhe. Und da dachte ich auch gerade so, wait a minute, die ist viel zu klein für eine Schattentruhe. Alter, träume ich nicht. Denk dran, mit dem Flamingo kannst du schwimmen. Oh. Alter, ja, kann ich und tu trotzdem weh. Dann trink halt eine Obsidian Potion. Magier, lass mich in Ruhe. Okay, da ist Ende. Okay, gut. Oh, Alter, du bist ja fast tot, Mann. Weißt du was? Geh zurück, halt dich komplett bei der Dings und mach dann Wormhole. Ich überlebte schon irgendwie. Und gleich ist er sofort tot. Ich glaube an uns. Ripguide, ich hab dich nie gekannt. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt die Wall of Flash von links. Das wäre sehr unglücklich. Da ist ein Loch! Warum hat er ein Loch? Du kommst nicht vorbei! Oh, ich sollte mal lieber doch zurückgehen. Schnitt, er kam vorbei. Siehst, schon bin ich fast wieder voll geheilt. Oh, das war klar. Ah! Ja, geil. Da drückst du einmal B und hast gleich komplette Tränke weggesoffen. Halt die Buff-Tränke. So, erstmal nach da oben. Ah, he's got mad! Also, noch madder als sonst. Ist auf die zweite Stufe, du Depp. Du Genius.
Den kriegen wir. Noch ein Stück. Du passt euch die Lücke durch. Ein kleiner Schrampel. Den kriegen wir. So wie. Noch ein Stück. Gleich haben wir's. Ein bisschen mehr nach links. Okay, jetzt hatte ich mal wirklich ein bisschen Rückzug. Alter! Weil ich nach rechts geguckt habe. Jesus! Ja? Weil ich nach rechts geguckt habe, habe ich gerade mit dem... Ah, warum? Die, Motherfucker, die! Ja! Easy. First try. Seh nix. So. Pwnhammer hast du? The Perrier Pwnhammer. Ich wollte gerade sagen, wow, bei der Wall of Flesh verreckt nicht, aber ich verreckt Genius. Sammel einfach alles an, was geht und. Habe ich gemacht. Gut. Wow. Also beschworen oder was? Ja. Ja, genau, jetzt geht er auf mich los. Ach, komm. No risk, Alter, no das Sau, Alter. Ja, komm. Man müsste sich mit der Hook noch so an die Gegner hocken können und ranziehen können. Wie in Doom mit der Shotgun. Ja! Easy. Dankeschön, das war die, das war das Ei auf der Tolo. Die Beschreibung davon. I just said. You seem to have a problem with your green screen. Great for impersonating streamers. Ja, bitte. Ich stream nicht. Ich glaube. Das muss bei uns jetzt immer der Streamer anhaben. Genau. Immer der Stream muss den Hut aufsetzen. Da musst du aber den Vogel wegnehmen. Ja, ich sehe es gerade. Das sieht ein bisschen falsch aus, aber okay. Alter, hast du gesehen, meine Truhe hat gerade Münzen ausgespuckt oder so? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe aber keine davon gekriegt. Also das waren nur so Show-Münzen. Ja, ja. Ach, schon wieder. Hashtag no homo. Ja, vielleicht ist deine Truhe so Art im Wilden Westen so. Was haben wir hier? Magma Stein. Melee Attacks inflict Fire Damage. Oh. Cool. Ich muss jetzt erstmal hier mein Inventar aufräumen. Ja, und erstmal wieder hier. Alles rüber. Hier so. Mal ein bisschen umräumen. Und wir haben sogar unser Ziel erreicht. Jo. Flash, Skeleton. Ich bin stolz auf uns. So, warum kann ich jetzt kein Herz schmieden? Ach, stimmt ja. Oben, Obsidian. Ist da jemand auch Baumaterial? Daniel, der Fremdenführer ist angekommen. Willkommen! Und du bist gleich tot. Also, der Fremdenführer. Mhm. So. Was wolltest du noch haben? Geschmolzene Hammax, ne? Ja. Gut. Hast du. Weil, wie stark ist denn der? Also, das ist der Hammax. Der Pwnhammer ist ja wirklich nur ein Hammer. Passt. 150 Axtkraft, 70% Hammer. Hammerkraft. Erz und Barren, schnell stapeln. Höllensteinbarren. Was macht der fucking Hase in der Truhe?
Unter Trankzutaten. Wie die Hasen halt so tun. Wird das so ähnlich. So, Trank. Alter. Eingesponnene Truhe. Wormhole Potions, junger Vater. So. Und noch mehr Höllenerz. Wird Zeit so langsam auch für mich, vor allem auch für die Höllenrüstung. Für uns beide. Ach, stimmt ja, Spinnnetze. Nice. Was bist du denn für eine Riesen... Ach ja, doch, Riesenfledermaus. Lol. Roffel? Oh, Bones McGee. Hi. Jojo-Handschuh. Ermöglicht es dir, zwei Jojos gleichzeitig zu benutzen. Das gibt's aber cool. Auch schon länger. Okay. Nicht dein Ernst. Was denn? Ich habe eine Potion benutzt, wo mich an einen random Teleport-Ort spawnt. Und ich bin direkt bei einem Kristallherz gespawnt. Okay. 380. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Oh, ziemlich zentral gelegen hier. Corruption Untergrund. Wir müssen unbedingt was gegen die Corruption anfangen zu machen. Mhm. Grabkreuz. Lol. Direkt bei einer Goldruhe gespawnt. Ja, endlich mal eine fucking Cloud in a Bottle! Nice. Ah, hier aber warum ist denn hier alles geflutet, ey? What the fuck? Wow. Ah? Ich hab ein Bienennest gefunden. Oh! Queen Bee müssen wir ja auch noch. Ja. Steht auch dran, so langsam. So langsam. Und dann geht's ans Farmen für Honig. Ach, stimmt. Ich wollte gerade sagen, Honig? Wieso Honig? Aber stimmt ja. Weil Honig geil ist. Natürlich ist Honig geil.
So, es fehlt nur noch ein fucking Hufeisen, damit man auch das Ding ohne Gefahr benutzen kann. Ich glaube, dafür lege ich mal so lange die Rocket Boots ab. Mann, verdammter Drache. Und der nächste. Das gibt's doch nicht. Ach nee, halt Knochenschlange, kein Drache. Könnte wenigstens Heilung da lassen für mich. Stirb. So. Und die nächste Knochenschlange. Are you kidding me? So. Okay. Nimm doch lieber die Rocket Boots wieder mit. Da! Tausche ich aus gegen das Radar. Pff, Radar. Wir brauchten das schon. Eben. Wir sind noch so, wo die Gegner sind. Spätestens, wenn sie vor unserer Nase sind. Yep. Was bist du denn? Gequälte Seele? Ach du Scheiße. Not with me. Jesus. Fort mit dir, Böses! Ach, wurde mit Palladium gesegnet. Au, au, au.
Alter. Was war das denn für Viecher? Herbling? Im Crimson sind neue Gegner unterwegs. Crimson Schleim und diese Herbling-Viecher. Und die waren nicht ohne. Ja, ja, wir sind ja auch jetzt im Hardcore-Modus. Nee, Hardcore nicht, nur im Hard-Mode. Ja, im Hard-Mode meine ich. Weiß, wie ich das meine. So, Lava-Ausfluss dorthin. Au! Blöde Höllenfledermaus. So. Da haben wir in letzter Zeit ganz schön viele von diesen Papier Dingern da, die da im Hintergrund dann immer rumfliegen nachts. Ach, die Papierlaternen? Ja. Okay. Ja. Sind Werwölfe normalerweise nicht nur im Hollow-Gebiet unterwegs? Eigentlich ja. Warum sind hier Werwölfe unterwegs? Vielleicht weil du in einem... Hier ist nichts. An Hollow? Okay. What have we done? We are not ready for this yet. Ich lauf gerade mit 18 Rüstung rum. Du wolltest ja unbedingt die Wall of Flesh. Kann ja keiner ahnen, dass wir uns so gut schlagen. Hot Dog! Hot Diggity! Cool. Na komm. Ah, Helmstein, Zwiebel weg. Ah, Helmstein. What? Was? Alter, bin ich gerade erschrocken, ey. Weil ich gerade ein Achievement gekriegt habe. Als ich einen Gegner gekillt habe. Ich dachte, da kommt einer der neuen Bosse jetzt oder so. Alter! Ich bin gerade voll erschrocken. Ich habe gerade das Achievement gekriegt, dass ich alle Schleimgegner, die es in dem Spiel gibt, getötet habe. Nice. Was eigentlich nicht stimmen kann, weil ich... Alter, wie viele Gegner hier sind! Retreat! Retreat! Was eigentlich nicht stimmen kann bei allen Gegnern. Oh Mann. So. Wow. Ja, aber weil wir den Queen Schleim halt noch gar nicht bekämpft haben, deswegen meine ich. Aber scheinbar zählt die halt nicht dazu. Nee, die ist auch ein Boss. Würde ich mal. Ja, trotzdem ein bisschen Schleim. Alter, die halten echt viel aus. Wow. Ich brauch dringend neue Rüstung. Komm ja sonst nicht weit. Und irgendeine Möglichkeit, damit ich mehr Mana habe, beziehungsweise weniger Mana verbrauch. Oh boy. So, komm mal her. Oder warte, ich komm mal. Bin auf dem Weg. Dagegen. Komm eh runter. Muss mal wieder hoffen. Muss mal wieder runterkommen hier. Aber gesagt, ich komm eh runter. Was gibt's? So. Danke.
Ja, aber leider nicht mehr mit meiner Laserknarre so rumballern, wie ich lustig bin. Haha. Ja, man muss halt Opfer bringen, ne? Ja. Das sollten sich die einen oder anderen auch mal ins Gedächtnis rufen. Ja gut, andererseits ist ja nicht so, als wenn ich mich jetzt geskillt hätte für irgendwas, deswegen... Dämonie-Ziegel. Okay. Packen wir mal die Mana-Sachen ein bisschen weg und nehmen mal hier die Superior-Dingsbums. Superior. Jetzt gehe ich ihn aufs Maul hauen, ey. Jetzt quasi komme ich mit meinem großen Bruder. Ich komme wieder. Hey, 50 Warte mal. Krone, bitte. Altränke. 37,12 Bestiarium. What? Okay. Wall of Flesh. Serving as the world's core and guardian, the towering demon lord exists to keep powerful ancient spirits sealed away. Well. Ist vielleicht nicht so klug, den zu töten. Skeletron, the disembodied bones of our former tyrant pulsed with a hatred so strong, it left behind a mighty curse with guards the dungeon. Oh, wir sollten noch ein paar Mal gegen das Vieh kämpfen, auf jeden Fall. Fleischwand? Ja, damit wir noch die Wall of Flesh, damit wir noch die Embleme kriegen. Wie zum Beispiel das Warrior-Emblem, damit du 15% mehr Melee-Damage Schaden hast. Machst, ja. Und Sorcerer, oh, damit ich mehr Magie-Schaden mache und so ein Kram. Fleischwandmaske, Wand aus Fleisch-Trophäe. Meet me at Meat World. Ich wollte ja eigentlich nachgucken, wie viel Prozent bei mir ist Bestarium. Es ist gleich bei uns. Ah, sind, ja, 37,12 stimmt. Och, Spinnennetze. Hey, diese verdammte Spinnenhöhle. Diese verdammten Spinnenhöhlen. Und dann gucke ich, dass sie für mich jetzt auch noch so eine schicke Höllenrüstung bekommen. Na gut, habe ich noch dabei. Gerade habe ich eingefallen, wenn wir gegen die Wall of Flash kämpfen, ziehe ich aber wieder die Dingsrüstung an. Für unendlich Mana. Für die Space-Kanone. Was ist das denn? Black Recluse? What? Right Egg? Irgendeine Höllenspinne oder so. Keine Ahnung. Ja, gut, kurz vor der Hölle gibt's ja noch Das mal war ja Spinne, hier oder? Unten. Das war schon so ein Vieh hier unten. Oh, Palladium gefunden. Oh, nice.
bisschen die Lava ablassen. Und noch mehr Feuerblüten, sehr schön. Lava gefallen. Ah. Und ich werde hingegen in die Lava befördert. Diese verdammten Schleime. Feuerkobold, geh mir jetzt nicht auf den Senkel. Feuerschleim auch nicht, danke. Meine Herren, ist das jede Menge Höllengestein. Oh oh, oh oh. Dämon, mach keine Faxen. Oh, Glück gehabt. Ansonsten hätten wir jetzt ein gewaltiges Problem. Ja, warte, krieg's nochmal aufs Maul. Aber nicht von der Wall of Flash. Es reicht aus. Weißt du, was die Musik auch ein bisschen hat? Von was? Mhm. Ein bisschen die alte Main Team von Project Zomboid. Ja! Ich wusste, die Team kam mir irgendwie bekannt vor. Aber ich wusste nicht genau, von woher. Wie gesagt, aus dem Film. Und von der Melodie her. Aus irgendeinem Zelda-Spiel für den Game Boy. Ich glaube, Oracle of Seasons oder Oracle of Ages. Da gab's nämlich auch so die Main. Wie viel Hellstone brauchen wir eigentlich? Ich nehme so viel mit, wie ich kann. Okay. Ich habe jetzt nämlich knapp 90 bei mir. Und dann suche ich nämlich wieder ein bisschen nach Palladium. Okay. Ja, kannst machen. Ach, komm schon, really? Und ich dachte schon, da kommt die Wall of Flash. Hätte ja sein können. Hätte Fahrradkette. Nee. Ich schau mal gerade. Oh, 150 Höllenstein. Nice. Vielleicht auch für mich auf alle Fälle jetzt auch für eine Rüstung.
Ah, okay, 3. Oh, das könnte ein bisschen knapp werden, aber... I've got the Rüstung. Yay. Nice. So. 27 Verteidigung. Nice. Und sonst... Koboldstab. Brauchen wir den? Pack ihn in eine Truhe. Ganz links unten. Ich, ja, ich habe noch nicht hergestellt, deswegen frage ich. Ach so, was macht denn der? Ja, beschwört einen Kobold, der für dich kämpft. Verwendet 10 Mana. Ja, mach mal. Gut. Wenn wir denn noch Zeug dafür haben. Ja, ja, jetzt haben wir noch 7 Höllenbahnen. Okay, mit meinen also 95 oder so. Achso, ja, Barren. Ja. Gut. Barren, ja. 3 Höllenstein plus 1 Obsidian ergibt einen Barren. Also, ja. Dann erhol den Stab aber nachher mal mit. Wenn wir die Wall of Flesh machen, dann kann jeder noch die Viecher beschwören, damit die mitkämpfen. Ah, ja. Extra Damage. Mhm. Oh, sogar mörderisch. Plus 6% Schaden, plus 6% Tempo, plus 3 kritische Trefferchance. Nice. Dachte ich auch gerade. Junger Vater, was... Alter, warst du fleißig! Hä? Mit dem Fischen. Naja. War halt vom letzten Mal, ne? So, erstmal alles leer machen. Also ich habe eine Guide-Puppe noch. Ich auch. Ah, okay, cool. Dann, wenn du noch oben bist. Ich bin noch oben. Obsidian Potion. Hab ich noch im Inventar. Ja, du vielleicht. Ach, okay. Ich hab meine, die ich hatte, wieder zurückgelegt. Mhm. Okay. Sollen da eine Obsidian Potion sein? Ich hab jetzt gerade nichts entdeckt. Also Obsidian Skin Potion, ne? Ja, ja. Obsidian Hauttrank, ja. Ich hab ja guck gerade in der Trankkiste, aber. Dann guck mal daneben der Trankkiste. Da habe ich auch noch ein bisschen was reingemacht, glaube ich. Weil die Trankkiste ja voll war. Ach ja, ja. Kampftrank und ja, Obsidian Potion, 2 Stück. Sollten vielleicht mal die ganzen Heiltränke in eine andere Truhe packen. Mhm. So viel wie wir davon haben. Ja, ja, ja. Geil, noch ein Gravity Potion Trank. Nice. Kann man später wieder mal ein bisschen nach Inseln suchen. Yep. Bye bye, Laser Schwert. Sag mal, was tut denn das so? Ach, okay. Da kam wahrscheinlich immer so ein Schleim auf dem Luftballon. Hast du mal geguckt, konntest... Ne, guck ich selber mal nach. Ach, bist wieder unten in der Hölle. Die ganze Zeit schon. Ach so. Ja, ich dachte, wir machen jetzt noch mal die Wall of Flash. Ja. Kann ja, kommen wir nachher zu dir. Ach so. Ich glaube, ich habe ein Dings Potion nämlich. Nee, habe ich nicht. Egal. Kann trotzdem easy zu dir kommen gleich. Okay. Dann geh ich mal schnell auf Position unten in der Hölle. Ich habe gerade erstmal Inventar geleert und. So.
Alter Gnome, geh mir nicht auf den Single. Das ist der Brunnen, da bin ich zu weit nach rechts. Hab ich eigentlich... Anscheinend... Nicht. Nicht. Okay. Das doch schnell. Ach, Knochenschweiß, so ist das. So. Halt! Warten. Da war Palladio. Ach, das ist Pallad. Ach so, okay. Tatsache, Palladium-Herz. Schwarze Einsiedlerin, okay. Ich dachte eigentlich, es gäbe was? Kobalt? Ja, es gibt da auch wie Lidohr und so ein Kram. Es ist nur ein Palladium und so. Okay. Wir werden hier auch alles haben auf dieser Welt. Ach, ja, das vergesse ich immer wieder. So.
Ja, gib mir mal die Barren, die du hast. Ja, ich habe sie gerade in den Truhe gepackt, aber hier ist noch Erz und da ist noch Erz. Okay. Was kann dein Schwert? Brennen. Palladium-Schwert, 45 Milliliter mit 4% kritische Streikchance. Streik. Oh. Nee, dann nehmen wir mal auf, würde ich sagen. Lieber mal aufheben, ja. Erstmal, ich würde erstmal für Rüstung oder für Spitzhacke. Naja, Spitzhacke muss man nicht jedes Mal komplett neu machen. Rauchverschwendung dann. Schon klar. So. So. Jetzt aber auf in die Hölle. Hast du die Obsidian Potion dabei? Ja, zwei Stück. Eine brauch ich nicht. Deswegen sagte ich ja, vorhin holen. So, ja. Danke. See you in hell. Ja, ja, du mich auch. Alright, do it. Mach du lieber. Weil nicht, dass ich die falsch reinwerfe und... What? Wir haben ein Problem. Falsch reinwerfen? Ja, ja. Du kannst auch die scheiß Puppe komplett falsch reinwerfen, dass auf einmal die Wall of Flash von links kommt. Nee, es kommt darauf an, auf welcher Seite du bist. Schaust. Nee, wo, wenn wir jetzt mehr links wären, würde sie von links kommen. Also auf der linken Hälfte wären. Ich meine, das ist Blickrichtung bedingt. Naja, glaube ich nicht. Ey, dieser Flame Lash, der macht scheiße viel Damage. Mega nice. Ach, du meinst hier. Mein. Das Ding hier. Ah. Und du guckst, wie da sein Lebensbalken sich immer verändert, wenn ich drauf schwinge. Ja, ich seh's. Alter. Ich habe ein Ranger-Emblem gekriegt. Wie war das immer, wenn man alle miteinander verbindet, hast du das Avengers-Emblem oder so, ne? Wo du auf alles einen Bonus hast. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig. Glaub, so war das. Next round. Oh fuck, wir haben ja gar keinen Guide. Ja. Hast du die Puppe noch? Sag mir einfach mal ja. Also nein. Ich hab endlich auch den Pornhammer. GG. Finally.
Wir dürfen aber nicht vergessen, ein Dämonenaltar brauchen wir auf alle Fälle noch. Ja klar. Kaching. Alter, hier sind noch Vasen. Ach, dieser verdammte Soundtrack. Der brennt sich voll richtig schön ins Ohr rein, so ein richtig schöner Ohrwurm. Und dann willst du auf einmal mitzummen. Noch mehr Vasen, junger Vater. Oh, Golddusche. Cool. Oh, fuck. Jetzt schon wieder. Lavabecken. Oh. Ja, das ist nichts Neues irgendwie. Huch. Warum noch Trank? Nice. Thank you.
Alter. Jede Schattentruhe, an der ich vorbeikomme, gelootet. Yep. Wird sich auch nicht ändern, außer du kommst auf die andere Seite des riesigen Lavasees. Challenge accepted. Wird dauern. Ich muss mich erstmal kurz hier noch mit den Vasen beschäftigen, da komme ich gleich mal rüber. Oh! Da gab es ganz kurz einen Leck. Lange nur gedauert, Kollege. So ist das. So schnell, wie wir auch hier unsere Fremdenführer, unsere Guides verheizen. Da trauen sie sich halt nicht mehr. Berufsrisiko. So. Bist du, nice. Bist du an einem sicheren Ort? Ja. Gut. Oh fuck, kann ich auch noch nicht abbauen. Scheiße. Ah, du bist beim... Okay. Im Realkum können wir noch nicht abbauen. Da brauchst du, glaub, Palladium. Und für die nächste Stufe nach Orialkum brauchst du dann, glaube ich... Also, für Adamantit brauchst du dann Orialkum. Glaube ich. War ich denn davon nochmal? Alter, schon wieder lag. Gerade zu viel los. Ah! Das war eine knappe Landung. Oh, Dschungelbiom. Das wird ja unser nächstes Ziel quasi. Nach chronologischer Ordnung, Reihenfolge, ist der Dschungel dran. Ja. Oh, Marmorblöcke. Ich brauche hier auch noch Marmor für Baumaterial. Sonniger Trapper. Oh! Der hatte gerade eine Range-Intus, mein lieber Schwan. Kommt hier mal Marmor. Dschungelkrieche, okay. So, wie viel Marmor? Toll, noch zwei Blöcke. Jetzt. Neues Baumaterial? Marmor. Wer bist du denn? Gequälte Seele. Ach so, ich dachte, es wäre Dagobert Duck. Würden wir da eh noch nicht rausbekommen. Hab nämlich keinen Platz dafür.
Na, wobei, wenn, dann wird er wohl in einer dieser schwimmenden Inseln ziehen. Ich bin beim Lavasee. Holy shit! Okay. Jetzt weiß ich, was du meinst mit okay, rüberkommen. Aber as I told, challenge accepted. Noch mehr Palladium, hoffe ich doch. Ja. Nice. Oh, ich habe einen Wasserlauftrank. Oh. Ich dachte schon, das wäre jetzt mein Ende. Dafür habe ich einen Kristallerz gefunden. Nice. Maximum 400, ne? Ja. Yep. Cool. Ich glaube, ich bin mal so kackendreist. Zerstört den Damm! Alles auf einer Ebene. Ah, da oben ist, wo ich bin, hier gerade Lore. Bei mir ist hier auch gerade eine Lore. Ich hab den Magier gefunden! Nice! Bessere Mana-Tränke, gib mal her. Danke. Und tschüss. Sieh zu, wie du klarkommst. Wow. Der wird auch schon von alleine wiederkommen. Was ist das denn? Eine riesige Höhle. Oh. Ach, das war ein Kristall. Okay, ich habe gerade Hollow gefunden. Weil ich dachte gerade schon. Oh, 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 stopp, 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 das ist eine Seele. Scheiße, doch nicht. Ich dachte gerade, das wäre eine Seele. Was bist du? Irgendwie so rosa leuchtendes Erz. Rötlich. Das dürfte dann Palladium gegeben sein. Orealkum ist nämlich lila. Ja, okay, das ist lila. Ja, okay. Ich dachte, es wäre so pink-rötlich. Ja, irgendwie lila, rosa, irgend so eine Mischung davon. Kobalt ist blau, Orchialkum ist grün und Adamantit, das ist rot. Nein, Mithril war grün. Ach, aber es war auch Orchialkum. Das, was du da siehst. Mimik! Mimik da ist. Sure. Abram, der Zauberer, wurde getötet. Wie kannst du nur? Wie um Hals. Told you. Ab, Kristallerz. Kannst du nicht mehr als 400. Ist doch scheißegal, kann ich dir ins Metro oder lass ich halt eben da liegen, so. Kannst du selber holen gehen. Ich überlege gerade, ob wir irgendwann
wenn wir genug Kristallherzen und Leben haben, wieder diese Kristallherzlaternen machen. Das ist klar. Das war aber ein kurzes Vergnügen mit den Obsidian-Boden, aber hier geht's ja noch weiter zum Glück. Endlich eine Truhe und ich habe keinen Schlüssel. Tja. Hat sich gelohnt, sagst du. Fuck you. Daran habe ich aber auch nicht mehr gedacht, ehrlich gesagt. Noch eine Truhe. Und wieder keinen Schlüssel. Well. Wäre ich bloß Schlosser geworden. Na, aber das wäre schon Overkill. Ich wollte gerade sagen, Terraria mit Perks, so wie Schlösser knacken und so weiter. Hallo. Potion of Return. Und Dornentrank. Was bist du denn? Da kommt irgendwas runter. Skelettbogenschütze. Okay. Sag bloß, ich bin jetzt schon beim Dungeon. Eventuell ja, weil du in der Nähe bist. Herzreichtrank erhöht einsame Reichweite bei Lebensherzen. Ach so. Alter, die Vasen haben schon geilen Stuff drin. Was bist du? Höhlenforschertrank, finally! Und was schmeiß ich jetzt? Ach komm, das weg. Oh, was schmeiß ich diesmal weg? So. Haben eine neue Wall of Flash Puppe. Nice.
Noch eine Truhe. Ach, weißt du was? Ist mir zu blöd, dauert mir zu lange hier. Hm? Alter, jede Menge Bomben, die ich nicht mehr einsammeln kann, weil ich schon das Maximum erreicht habe. Und jetzt müsste er auch noch gerade den Trank nachlassen. Warte mal. Palladiumspitzhacke, schwer. Kann Mithril und auch Jalkos abbauen, alles klar. Ja, und jetzt östlich von hier, das sind noch jede Menge Schattendrohnen. Ich glaube, an 3 oder 4 bin ich vorbeigegangen. So, wie viel haben wir denn? Ich würde sagen, 22 Uhr dann Feierabend, oder? Können wir machen.
ist das denn? Oh, okay. War wohl nix. Oh. Ich bin komplett im Westen. Okay. Ja, gerade angekommen. Ich dachte gerade, warum bleibt die Kamera stehen? Alter Fan. Alter! Erstmal sagen wollen, alter Fancy, und das zweite, was ich sagen wollte, alter, wie viele Sternschnuppen sind hier schon wieder? Eins, zwei, drei, vier, sechs. Sternschnuppen gehen. Ha. Unglaublich. Ah, halt, stopp. Tatsache. Stein. Ah. Perfekt. Alles zu Wachen verarbeitet erstmal. So weit, so gut. Ja, Mann. Oh, das, diese Tank war was für dich. Magiekrafttrank. Um 20% erhöhter magischer Schaden. Ja, momentan eher weniger. Mann, zwei Gravitationstränke, die behalte ich mal. Damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal aufzutun habe. Sie? Ach stimmt, der ging ja nur oben. Kobold. Kobold Goblin.
Kobaltschild habe ich. Ich habe Obsidian, aber... Du brauchst einen Obsidian-Skull. Ach so. Okay, das stimmt. Ah, ja. Ich vergesse das immer wieder. Irgendwann, irgendwo. Werde auch ich ein Pokémon-Trainer sein. So ungefähr. Es geht. Ich komme gerade genau zum richtigen Zeitpunkt, wo wir Feierabend machen. Chaos Kitty. Wow. Ja. Notfalls sag ich komm, wir machen jetzt noch eine halbe Stunde. Nee. Feierabend. Ja, das war ja vor ein paar Tagen genauso. Ja, Feierabend. Nee. Mach mal jetzt Feierabend. Nee. Du hast gefragt, ob wir machen. Du hast nicht gesagt, dass wir es machen. Ich hab gesagt, ja, da und da Feierabend. Nee. Alles klar. Ist bestimmt wegen Terraria. Wegen Termin. Da müssen wir mal gucken noch. Stimmt ja, so war das. By the way, ich habe jetzt auch hier übrigens mal meinen Grabstein beschriftet. Hier ruht Malkaf, seine letzten Worte, bin gleich wieder da. Ah. Irgendwann fällt mir vielleicht doch ein besserer Spruch ein. Ja. Aber wir haben gut was erledigt bekommen. Wir haben Hüter, die Verlieshüter, gekillt. Wir haben Skeletron gekillt. Wir haben die Wall of Flesh ein paar Mal gekillt. Ah, schön. Ja, dann nur noch schwimmende Inseln gucken. Was noch? Dschungel. Dschungel, stimmt, ja. Und bessere Rüstung halt. Ja. Palladium und so. Palladium, Aurealkum, Mithril, Kobalt, Adamantit. Oh. Stimmt, und in Corruption noch ein paar Altäre klatschen. Glaube ich. Ja, aber. Mal gucken, man. Genau. Also mein Inventar ist aufgeräumt und fürs nächste Mal, denke ich mal, werde ich noch weiter im Duplikationsmodus gucken wegen Blöcke, damit ich noch mehr Blöcke zum Basteln habe. Mhm. Ja, Baumaterialien sind ja erlaubt und unnütze Sachen wie Statuen. Also ich bin dann fertig. Ja, ich guck gerade noch kurz was. Ja, mach du mal, ich mach schon mal die Link. Habe ich in diesen scheiß Kuchen hingemacht? Ach ja, schon wieder habe ich ja dupliziert. Den Kuchen? Ja. Wow. Schön. Kann man ja ruhig machen. Ist ja nichts, was uns stärker macht oder so. Echt jetzt? Ja, das ist ja der... Mit dem Dings, mit dem Baby Imp. Ach so. Ach, aha, okay. Ja, da könnt ihr uns bei Facebook liken, bei Twitter folgen und so. Ja. Dort geben wir eigentlich OGM-spezifischen Kram Bescheid. Meistens. Eigentlich so gut wie immer. Da
hat ja gerade gegähnt, Und dann haben wir noch einen YouTube-Kanal, dort landen die Streams mit ein paar Tagen Verzögerung eben auf dem YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann nachholen, was ihr verpasst habt. Wir haben einen Discord, dort könnt ihr uns beitreten, mit uns labern, schreiben. Seid immer an dem, auf dem neuesten Stand, seid ihr quasi an der Quelle der Informationen. Wenn irgendwas los ist, bekommt ihr da eigentlich immer Bescheid, was Streams betrifft und anderen Kram. Und können wir dort mit uns gegebenenfalls zocken, wenn man sich denn ein bisschen besser kennt. Wir haben noch eine Spielliste, dort könnt ihr sehen, was wir gerade derzeit so zocken, gezockt haben, zocken werden, was noch zu zocken, was noch kommen könnte, was alles schon gewesen ist und so weiter und so fort, inklusive Verlinkung zur jeweiligen Playlist, sofern vorhanden. Könnt ihr da dann auch noch reingucken. Dann haben wir noch eine OGM Live Team, die lief heute mal nicht. Aber die haben wir auch. Streamers heißt sie, produziert von Vaultkit. Und ja, könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen und ein paar nette Grüße da lassen von uns. Und ja, was morgen genau abgeht, warten wir mal ab. Ja, ich mach morgen nix. Ja, da geht's gegebenenfalls morgen. Mit EU 2 weiter. Ja, mit dem Finale. So. Das heißt, das Mikrofon nicht wieder rumspackt. Das war's dann unsererseits. Warte mal, was gucken. Haben wir denn... Ups, minimiert. Nein, haben wir nicht. Ja, haben wir. Gut. Dann gibt's noch einen kleinen Post, Rate, whatever. Habt einen schönen Abend, macht nicht mehr allzu lange oder falls doch, dann viel Spaß dabei. Wir verabschieden uns. Man sieht sich dann die Tage wieder, hört sich die Tage wieder, je nachdem. Euer Steve. Und euer Mann Kaffee. Ah, warte mal. Beinahe vergessen. Bitteschön. Ich hab's nicht zurückgelassen. Ja, da hat man's doch vergessen. So, Feierabend, mach's gut, ciao und bis dann, euer Steve. Und euer Maikaff. Jetzt aber wirklich tschüss. Tschüss. Ah, ich geh weiter, nein, tschüss. Wow.